schön, dass wir sie alle irgendwie erreicht haben. Das war wahrscheinlich die größte Arbeit und da stecken ganz viele Menschen dahinter, dass das gelungen ist, dass sie davon erfahren haben und jetzt hier sind. Ja, schön. Also mein Name ist Esterina De Stefano und ich darf Sie begrüßen im Namen der Akademie für Potenzialentfaltung in der Schweiz. Wir sind ja da so im Aufbau. Die Zentrale ist in Göttingen und es gibt in Österreich und in der Schweiz so Koordinationsstellen. Ja. Und da sind wir ein kleines, feines Team da vorne, die diese Veranstaltung organisiert haben. Und vielleicht ist schon aufgefallen, ich weiß gar nicht, ah, jetzt bin ich drauf, vorher war dieser schöne Blumenstrauß drauf und dazu möchte ich noch etwas sagen, weil wir haben uns bewusst dagegen entschieden, schon erblühte Blumen zu präsentieren, einzukaufen und mal ganz ehrlich zu sein, worum es uns eigentlich geht in dieser Akademie. Und da geht es ja um die Entfaltung von Potenzialen. Und das sind jetzt nicht einfach nur trockene Blumen, da hat es ganz, ganz viele Samen drin, also es sind Samenkapseln. Und ich mag uns alle wie in dieser Vorstellung ein bisschen belassen, dass wir ganz viel Unsichtbares ja in uns tragen und auch bei den Kindern ist es oft ja auch so unsichtbar, was da alles noch daraus wachsen möchte. Und wir haben wie gemerkt, symbolisch wollen wir viel lieber mit dieser Samensymbolik gehen für heute Abend. Und es wird dann so sein, dass beim Ausgang eine Schale bereitsteht, wo Sie sich dann bedienen können mit Saatgut. Das hat die Marianne für uns getrocknet und gesammelt, sodass für alle bestimmt 1 bis 50 Samen, je nach Größe, zum Mit nach Hause nehmen da bereit sind. Also, und ein Täschchen haben sie ja alle gekriegt, da kann man die Samen auch reintun. Und vielleicht findet man sie dann nicht gerade, aber das gehört vielleicht auch dazu, dass man halt mal schaut, wo sind denn da die Samen, bevor man sich darum kümmern kann, was sie denn brauchen, um sich zu entfalten. So. Ja. Also in dieser Tasche sind ja noch sind Dinge drin. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, da ist der Flyer der Akademie für Potenzialentfaltung drin. Dann ist auch die Möglichkeit drin, Mitglied zu werden oder die Information dazu. Es ist auch drin eine Einladung zu einem Event, den wir im November organisieren. Und dann ist noch eine Dankeskarte drin, die von Menschen, also Kinder und Erwachsene, von Erwachsenen und Kindern aus der Monteraner-Schule gestaltet wurde. Weil, wie Sie ja vielleicht wissen, ist das eine Benefizveranstaltung zugunsten der Monteraner-Schule in Degersheim, weil das so ein Ort ist, wo diese günstigen Bedingungen geschaffen werden, damit die angelegten Potenziale in diesen Kindern und auch Erwachsenen, also da sind auch die Eltern und Begleitpersonen dabei, wo das sich möglichst entfalten kann. Ja, und die Monteraner ist daher ja auch so ein Inspirationsprojekt der Akademie. Und da wollten wir die erste große Veranstaltung in der Schweiz einfach dieser Schule widmen. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich den Samuel Ringeisen auf die Bühne bitten. Er ist ein ehemaliger Monteraner-Schüler. Die Monteraner gibt es ja schon 24 Jahre. Und der Samuel ist so ein verkörperter Abgänger und mittlerweile auch ja, Mitglied des Vorstands. Also wir teilen uns da das Co-Präsidium, wir zwei. Ja, und ich habe einfach eine Frage, bevor ich dir das Mikrofon dann übergebe.
Weil wir haben gemerkt, wir wollen nicht die Schule vorstellen, das ist etwas schwierig und ist jetzt auch nicht, dafür sind jetzt auch nicht alle gekommen, aber trotzdem wollen wir so einen Geschmack davon vermitteln. Und das ist vielleicht eine Antwort auf die Frage, was denn die größte Errungenschaft für dich ist aus der Monterana für dein jetziges Leben. Ja, auch von meiner Seite guten Abend. Ich freue mich ebenfalls, dass sehr viele Leute den Weg hierher gefunden haben. Die größte Errungenschaft, das ist nicht ganz einfach und ändert wahrscheinlich auch immer wieder, je nachdem, an welchem Punkt man gerade steht. Was mir so bewusst worden ist, als ich die Frage von dir gestellt bekam, ich habe sehr früh gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich durfte sehr früh die Verantwortung für meine Entscheidungen übernehmen. Und das in einem Umfeld, das großmehrheitlich ohne Druck auf mich auszuüben, ja, funktionierte. Und ich glaube, das ist mir gelungen, das mitzunehmen, auch in meinem jetzigen Leben, wo ich stehe, dass ich Entscheidungen treffe und diese bewusst treffe, dann auch dahinter stehen kann, weil ich es nie anders gekannt habe. Und den Druck, den viele immer erleben, von dem ich immer höre, wenn ich mich sonst in der Gesellschaft bewege, den spüre ich nicht so stark, weil ich es wie anders gewohnt bin, zum Entscheidungen treffen, zum für mich hinzustehen und das zu tun, was ich eigentlich will. Das ist meine persönliche Errungenschaft, die ich mitnehme und mir eigentlich erhalten will. Dann als Co-Präsident noch zur Monterana. Wir sind auf genau solche Veranstaltungen wie heute Abend angewiesen. Wir finanzieren uns mehrheitlich durch Mitgliederbeiträge und dann durch Sponsoren, Gönner oder eben diese Benefizveranstaltungen. Wir haben, um uns ein wenig zu stärken und um auch weitere Kontakte zu knüpfen, einen Freundeskreis gebildet, bei dem es uns darum geht, vor allem interessierte Personen zusammenzubringen und uns immer mehr zu verknüpfen. Diese Informationen für den Freundeskreis liegen unten beim Büchertisch, wo auch Bücher von Herrn Hüttern verkauft werden. Die liegen da bereit. Dort können Sie sich in eine Liste eintragen, wenn Sie interessiert sind, und dann werden Sie wieder von uns hören. Dann bleibt zu meinem Teil eigentlich nur noch die Danksagung. Es stehen viele Personen dahinter, hinter so einem Event, und ich möchte all jenen danken, der Akademie für Potenzialentfaltung, für das, was sie bis hierher geleistet haben für uns. Das sind folgende Personen. Es ist Anna Macchiol, Esterina De Stefano, Felix Lösch, Jorge Sendales und Sonja Weilenmann. Ich möchte euch bitten, auch auf die Bühne zu kommen. Ja, ein bisschen symbolisch habe ich das Geschenk ausgewählt für euch. Wie du schon gesagt hast, Esterina, ihr seid noch im Aufbau. Das soll der Duplostein verdeutlichen. Je nachdem, wie man es zusammensteckt, kann es etwas sehr Schönes geben und man kann es immer wieder neu gestalten. Und der St. Galler Biber aus der Region, und ab und zu braucht es vielleicht auch eine Stärkung oder etwas Süßes, um das Ganze ein bisschen versüßen. Ja, somit will ich euch einfach ganz herzlich danken für alles, was ihr für die Monterana und diesen Event gemacht habt. Wir sind euch sehr dankbar. Ja, herzlichen Dank nochmals.
Und zu guter Letzt, der Mann von heute Abend, Gerald Hüther, auch Ihnen sind wir zu diesem Dank verpflichtet. Auch Ihnen einen feinen Biber aus St. Gallen. Herzlichen Dank für den heutigen Abend. Ganz vielen Dank. Habe ich eben schon... Habe ich eben schon gesagt, dass ich da was abhaben möchte von diesen Kartons und jetzt kriege ich einen eigenen. Finde ich großartig, danke. Und ich, Schweizer Schokolade ist ja das Beste, was es gibt. Ich würde einfach noch was zum Verlauf sagen. Bitte schön, dann dreh dich noch mal locker zurück. Also du darfst bleiben, die Bühne ist eh ein bisschen zu groß. Genau. Also es beginnt jetzt dann das Referat und dann werden wir so gegen Ende eine Fragerunde haben, wo Sie dann die Hand heben können und wir vom Team schauen dann, dass die Mikrofone dann zu Ihnen kommen. Aber wir werden da schauen, dass du, Gerald, die Frage oder die Hand auswählst und wir dann schauen, oder? Irgendwie so. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, du weißt ja, wie es geht. Dann möchte ich einfach sagen, dass wir beabsichtigen, um 9:30 fertig zu sein und dann ist aber im Foyer noch Gelegenheit zu sein, also mindestens eine Stunde noch nach dem Vortrag. So, einfach, dass dieser Rahmen auch noch bekannt ist. Eine Pause wird es nicht geben, aber ein Nachraum. So, das ist alles. Viel Spaß. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich bin jetzt ganz überwältigt, dass es in St. Gallen so viele Menschen gibt, die sich für so etwas interessieren. Ich verspreche Ihnen einen wunderschönen Abend, auch einen, in dem sich vielleicht in Ihrem Hirn die eine oder andere Windung nochmal neu justiert. Und ich bin einfach sehr froh darüber, dass wir im Augenblick in einer Zeit leben, ich bin auch dankbar dafür, wir leben in einer Zeit, in der sich etwas ganz grundlegend umgestaltet. Und alle Menschen spüren das und keiner weiß so richtig, wie es gehen soll. So wie es Herr Trump macht, geht es sicherlich nicht, aber irgendwie müssen wir einen Weg finden. Und heute Vormittag habe ich mit den Kollegen darüber geredet, was eigentlich unser Menschsein ausmacht. Und das Schönste, was ich dazu sagen kann, was unser Menschsein ausmacht, ist, dass wir nicht wissen, wie es geht. Dass wir Suchende sind. Dass wir erst herausfinden müssen, wie es funktioniert und wie das dann so ist, wenn man nicht so geführt wird von irgendwas. Und man sich das selber ausdenkt, wie man es machen will, dann verirrt man sich auch manchmal ein bisschen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich in einer Generation angehöre, in der Disziplin, in der ich zufälligerweise gelandet bin, das ist diese Hirnforschung, in den letzten 20, 30 Jahren so viel passiert ist, dass man es einfach kaum glauben kann. Und was da geschehen ist, ist eigentlich noch gar nicht in der Öffentlichkeit richtig angekommen. Aber vielleicht kann man es vergleichen mit dem, was passiert ist, als durch die Quantenphysik das alte Newton'sche Weltbild abgelöst worden ist. Das hat auch alles auf den Kopf gestellt. Ne? Zeit ist relativ, Raum und Zeit verschieben sich und keine Ahnung, was noch alles. Und das hat unser gesamtes Bild von der Welt auf den Kopf gestellt, aber es hat nichts gemacht, weil es betrifft uns nicht. Hier auf der Erde gilt Newton, fertig. Und so im Alltagsgeschäft kann man mit der alten Physik weitermachen. Und nun ist diese Transformation der Biologie passiert und speziell der Disziplin in der Biologie, die sich mit diesem Organ befasst, was wir unser schönes Denkorgan nennen. Und jetzt ist in dieser Biologie eine solche Wende des Selbstverständnisses, wie unser Hirn organisiert ist, in den letzten 10, 20 Jahren in Gang gekommen. Und da kann ich Ihnen versprechen, das geht nicht so vorbei wie die Einführung der Quantenphysik, wo man einfach so tun kann, als geht es so ewig weiter.
Und darüber möchte ich heute mit Ihnen ein bisschen reden. Und damit Sie ahnen, wie groß dieser Sprung ist, der da inzwischen passiert ist, fange ich mal dort an, wo ich auch als Wissenschaftler angefangen habe, nämlich vor etwa 30 Jahren. Will jetzt nicht so, also irgendwo, also schon einige Jahrzehnte vorbei. Und da haben, das war ja noch die Zeit, als wir alle geglaubt haben, es sei das Hirn durch genetische Programme determiniert. Also das sei alles angeboren und genetisch programmiert. Und dann konnte man sich aber nicht so richtig vorstellen, wie dann in einem so von den genetischen Programmen vorgeschriebenen Hirn, wie man da was lernen könnte, weil dazu müsste es sich ja verändern. Und da hat man gesagt, okay, das passiert dadurch, dass im Hirn Eiweiße gebildet werden, Gedächtnismoleküle. Und wer mal Lust hat auf sowas, Gedächtnismolekül im Internet eingeben, kommen Sie in diese alten Studien, wo die Leute nach den Gedächtnismolekülen gesucht haben. Da gehöre ich dazu. Und das sah dann konkret so aus, dass wir also herausfinden wollen, wie das Lernen funktioniert. Dann nimmt man dann irgendwelche Versuchstiere, also wir haben Küchenschaben genommen. Also Küchenschaben, nicht die Deutschen oder Schweizer, sondern die amerikanischen. Wie alles, was aus Amerika kommt, sind viel größer. Also, die heißen Periplaneta Americana. Und diese Exemplare kann man dann in so ein Gestell einhängen. Und unten drunter kann man dann so eine Schale mit einer Salzlösung stellen. Und dann kann man die Küchenschabe und die Schale mit einem Draht verbinden, so mit einer Taschenlampenbatterie. Also dann, und immer wenn der Küchenschabe dann die Beine runterhängen, kriegt sie, das nennen wir einen Stimulus. Und dann macht sie Beine hoch. Und wenn sie das 10-mal gemacht hat, dann lässt sie die Beine gleich oben. Und dann haben wir gesagt, jetzt hat sie es gelernt. Und dann kann man sie aus dem Gestell rausnehmen, 10 Minuten oder 1/4 Stunde rumrennen lassen, wieder in das Gestell reinhängen, dann macht die gleich die Beine hoch. Dann hat sie es also nicht nur gelernt, die hat sie es auch noch gemerkt. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen die Gedächtnismoleküle gebildet worden sein, haben dann, das heißt wissenschaftlich, dekapitiert. Also, und dann das Gehirn sozusagen genommen, und damit sind wir dann weg und haben das eben nach allen Regeln der modernen Biochemie und Neurochemie aufgearbeitet, in alle Bestandteile zerlegt, elektrophoretisch und gaschromatographisch und massenspektrometrisch und keine Ahnung, um diese besonderen Moleküle zu suchen, die gebildet worden sind im Hirn derjenigen Küchenschaben, die das gelernt hatten, im Unterschied zu den anderen, die das nicht gelernt hatten. 3 Jahre ungefähr, schön viel Arbeit, Haufen Geld und immer noch nichts rausgekommen nach 3 Jahren. Und dann gab es dann, wie das dann immer so manchmal ist, und das ist auch schön, dass das so ist, also wir hatten dann für die Arbeiten, die wir nicht selber machen wollten, Hilfsassistenten, so heißen diese jungen Studenten, die man dann einsetzt, um den Kram sozusagen herzuholen und aufzubauen. Und die Hilfsassistenten, also dieser eine, den wir da hatten, der hat dann immer die Küchenschaben geholt, alles vorbereitet, dann haben wir die Experimente gemacht, haben wir den Kopf genommen und sind da los und haben die Hirne rauspräpariert. Und das war ein ganz helles, ganz interessanter Typ, dem war das ja vollkommen wurscht mit dieser Theorie von den Gedächtnismolekülen. Und der war auch nicht so, dass der nun sein ganzes Denken auf diese Gedächtnismoleküle ausgerichtet hatte, und deshalb konnte der sozusagen die ganze Küchenschabe mal angucken. Und dann hat er gesehen, dass so eine Küchenschabe auch ohne Kopf noch 20 Minuten gut umherrennt. Also das können Sie ausprobieren. Insekten kann man den Kopf abschneiden und rennen die trotzdem weiter, eine ganze Zeit sogar. Und dann hat er ein Experiment gemacht, wo ich wäre da nie drauf gekommen. Also der hat erst den Kopf abgeschnitten und sie dann in den Apparat gehängt. Und dann hat er uns gerufen. Dann hat er uns gerufen und dann haben die das auch gelernt. Und dann, ohne Kopf. Also dann habe ich, das war sozusagen meine erste große Entdeckung als Hirnforscher. Dass ich also da ich habe dann gemerkt, dass man zum Auswendiglernen von irgendwelchen Blödsinn gar kein Hirn braucht. So, für die Biologielehrer unter Ihnen, die lernen das mit dem Bauchganglion.
Also es wird schon gelernt, aber eben braucht man kein Hirn dazu. Lernen ist überhaupt ein toller Begriff, den wir so gerne benutzen. Und ich kann Ihnen nur sagen, da haben wir uns auch mächtig getäuscht, weil Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern überall. Lernen können auch nicht nur Lebewesen mit einem Hirn, sondern auch welche ohne Hirn. Kürzlich hat man ein wunderbares Experiment gemacht, wo man Platterbsen beigebracht hat, nach einem Luftstrom, den man ihnen eingeblasen hat, zu wachsen. So, die wachsen dann in die Richtung auf den Luftstrom, weil man im Sinne wie so ein Pavlovsches Experiment Luft und Licht miteinander gekoppelt hat, sodass sie geglaubt haben, dort wo die Luft herkommt, da ist auch das Licht. Und das heißt, selbst Pflanzen können was lernen, Einzeller können was lernen, ganze menschliche Gruppen können was lernen, eine Familie zum Beispiel kann was lernen, muss man ja auch fragen, wo wird denn das im Hirn gespeichert? Also wo ist das Familienhirn? Unternehmen können was lernen, Schulen können was lernen und ganze Kulturen, also menschliche Kulturen können auch was lernen. Das heißt, unsere Vorstellung vom Lernen ist grottenfalsch. Das ist, Lernen scheint etwas zu sein, was zum Leben gehört, und solange etwas überhaupt nur lebendig ist, lernt es auch. Und wenn es nichts mehr lernt, ist es tot. Das ist jetzt mal eine schöne Theorie. Und jetzt stellen Sie vor, das kann man jetzt naturwissenschaftlich begründen, dass jeder, der aufhört zu lernen, eigentlich schon mehr oder weniger tot ist. Und dann kann man sich auch überlegen, was mit denen passiert, denen die Freude am Lernen versaut wird. Und da kann man plötzlich ganz neue, da geht auch die Freude am Leben dahin. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns ein paar Gedanken machen und dass wir uns angucken, was wir inzwischen wissen, und dass wir auch versuchen, dieses Wissen umzusetzen. Und dabei, na, ich will noch das schnell mit diesen Küchenschaben zu Ende bringen, da gab es ja noch eine Beobachtung, die mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist. Das sind alles männliche Exemplare gewesen von Küchenschaben. Und da ist, das können Sie auch zu Hause mal ausprobieren, wenn man einem männlichen Insekt das Hirn amputiert, dann wird das Begattungsorgan herausgefahren, so heißt es wissenschaftlich. Da habe ich angefangen zu begreifen, wozu man ein Hirn braucht. Das ist nicht zum Auswendiglernen, sondern das ist dazu da, dass man sich im Leben zurechtfindet. Und auch meinen inneren Impuls lenken und steuern kann und auch angemessen auf die Herausforderungen, die aus der Welt so auf einen zukommen, dass man da angemessen darauf reagiert. Affektkontrolle heißt das auf psychologisch. So, und dann sind wir von dieser noch relativ primitiven Form und Vorstellung, die wir hatten von dem Lernen, eben plötzlich über die Erkenntnisse der Neurobiologie und diese neuen Entdecken in eine völlig andere Welt katapultiert worden. Und da gilt förmlich nichts mehr von dem, woran wir im letzten Jahrhundert noch geglaubt haben. Und das ist sowas von beeindruckend, dass man eigentlich sagen muss, das verschlägt einen den Atem. Also das, was wir früher gedacht haben, dass das menschliche Hirn einmal herausgeformt wird und dann durch genetische Programme auf eine bestimmte Art und Weise sich da oben alles miteinander verknüpft, um dann für den Rest des Lebens mehr oder weniger so zu bleiben, wie es einmal geworden ist, ist eine nette Ideologie, mit der man ein dreigliedriges Schulsystem begründen kann, aber entspricht in keiner Weise dem, wie es wirklich ist. Das menschliche Hirn ist bis ins hohe Alter umbaufähig. Ständig arbeiten sich die Dinger da oben um. Immer dann, wenn ein Mensch eine neue Erfahrung macht, wenn der plötzlich anfängt, im Leben etwas Grundsätzlicheres zu verändern, entstehen da oben auch entsprechende neue Verschaltungen, sodass Sie, wenn Sie einen Menschen treffen und sagen, du hast dich aber in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr verändert, dann können Sie auch sagen, da ist in deinem Hirn schon seit einiger Zeit nichts mehr passiert. Aber normalerweise passiert ja ständig etwas, sodass wir bis ins hohe Alter in diesen Umbauprozessen bleiben und man sich fast eher fragen muss, wie das dem Hirn gelingt, sowas überhaupt stabil zu halten. Das dreht sich dauernd um, es wird dauernd ausgetauscht, die einzelnen Komponenten werden ständig ausgetauscht, es wird ständig was Neues hinzugefügt und anderes wieder weggeschmolzen. Das nennt man Neuroplastizität. Und das große Wunder ist, wie das überhaupt sozusagen seine Struktur behält, dass man damit was anfangen kann.
Das ist viel interessanter. Und diese Tatsache, dass das menschliche Hirn so formbar ist, lässt sich jetzt eben auf einmal, die eignet sich, um Dinge zu verstehen, die man bis dahin nicht so gut verstanden hat. Und es piept ein bisschen, ich gehe mal so zurück. Und wenn ich darf, würde ich gerne, es ist irgendwie warm. Also die, vielleicht muss ich das noch sagen, damit Sie ein bisschen verstehen, was ich eigentlich mache und was mich, weshalb ich hier bin. Wir glauben in unserer heutigen Zeit, es käme darauf an, dass man etwas weiß und dass man Wissen sammelt. Wir nennen das ja auch Wissensgesellschaft. Und das ist auch okay, es ist ja schön, wenn man viel weiß. Aber ehrlich gesagt nützt das nichts. Also man kann viel wissen und dann, wenn man viel weiß, kann man in so eine Ratesendung gehen und dann weiß man, welches der langste Fluss ist und was der größte Baum ist und alles sowas. Aber das Wissen per se ist ein rein kognitives Geschehen. Das wird sowieso immer von anderen übernommen. Das hat eigentlich mit uns selbst nichts zu tun und deshalb führt die Aneignung von Wissen nicht dazu, dass ich mich selbst weiterentwickle und verändere. Das ist ziemlich totes Zeug, dieses ganze Wissen. Und deshalb kann man das auch in Computer auslagern und selbst mein Smartphone weiß mehr als ich. Weil das lässt sich da alles drin ablesen, man kann das aufrufen. Und das heißt, wir werden in unserer Gesellschaft erleben, dass das, was wir früher so wichtig gefunden haben, nämlich dass man sich Wissen aneignet, gar nicht so entscheidend ist. Es kommen noch mehr von dieser Sorte. Und dann muss man sagen, okay, was ist denn dann wichtiger als Wissen? Und da haben wir in der deutschen Sprache eben diese wunderbaren Begriffe. Das nächste, was dann kommt, heißt Erkennen. Da sind wir schon fast bei der Monteraner Schule. Wenn ich einem Menschen die Gelegenheit gebe, nicht etwas auswendig zu lernen, damit er es weiß, sondern wenn ich ihm Gelegenheit gebe, etwas zu erkennen, also wie zum Beispiel die Photosynthese funktioniert, dann ist das etwas, was der sich selbst erarbeitet hat. Das ist sozusagen sein eigenes und das ist in ihm drin. Er ist der Gestalter seines eigenen Erkenntnisprozesses. Das ist eine ganz andere Geschichte, das bleibt dann auch besser hängen und ist aber trotzdem noch nicht genug. Denn wir haben ganz vieles erkannt. Sie alle, wie Sie hier sitzen, haben vieles erkannt. Also Wissen tun Sie sowieso unendlich viel, das nützt aber nichts. Sie haben auch vieles erkannt, aber das, was Sie da erkannt haben, führt nicht dazu, dass Sie sich verändern. Man kann durchaus erkannt haben, dass Rauchen schädlich ist und raucht trotzdem weiter. Man kann erkannt haben, dass man endlich irgendwie anders leben müsste und lebt trotzdem so weiter wie bisher. Das heißt, das Erkennen ist immer noch zu wenig. Das hängt damit zusammen, dass das Erkennen immer noch rein kognitiv ist. Das ist im Kortex oben, in den oberen Schichten. Und damit es sozusagen eine verändernde Wirkung hat, muss es tiefer rein, es muss sie berühren. Es muss irgendwie was mit ihnen machen und dafür gibt es dann im Deutschen diesen Begriff begreifen. Der ist immer noch schlapp, weil das sind nur die Hände, aber immerhin schon mal ein Stück Körper. Und dann kommt das wunderbare Wort und darum geht es mir, das heißt verstehen. Dass man Dinge plötzlich verstehen kann. Also dass man das weiß, ist schön, dass man es erkennt, ist schön, dass man es begreift, ist schön, aber dann gibt es diesen Punkt, wo man sagt, wow, jetzt habe ich das endlich verstanden. Und da kann ich Ihnen sagen, in dem Augenblick, wo Sie etwas verstanden haben, können Sie nicht mehr anders, als sich auch entsprechend zu verhalten. Ihr eigenes Leben an das anzupassen und es so zu gestalten, dass es zu dem passt, was Sie verstanden haben. Das geht gar nicht anders. Und deshalb ist die wesentliche Aufgabe, die wir eigentlich hätten, dass wir einander helfen, etwas, was wir bisher vielleicht noch nicht so gut verstanden haben, besser als bisher zu verstehen. Merken Sie, das ist eine Dimension, da, also und das versuche ich mit diesen Vorträgen und mit den Büchern. Ich versuche, dass Menschen anfangen zu verstehen, wie es sein könnte und dann merkt man auch, das ist dann eigentlich auch viel einfacher als dieses Komplizierte, was man da an vielen Details wissen muss und was man dann auch erkannt haben muss. Und wenn man es verstanden hat, das kann man dann ganz leicht auch jemand anders erzählen. Und sagen, guck mal, das ist so einfach. Und das kann dann dazu führen, dass andere Menschen sich davon anstecken lassen und dass die dann sagen, wow, das ist ja großartig. Und deshalb sind wir heute hier zusammengekommen, nicht damit Sie hier mehr wissen, wenn Sie nach Hause gehen oder
mehr erkannt haben, sondern dass sie sagen können, wow, jetzt habe ich etwas verstanden, was mir bisher in dieser Weise noch nicht so ganz klar gewesen ist. Und das, wenn wir das jetzt anwenden auf diese Tatsache, dass unser menschliches Hirn so unglaublich formbar ist und sich immer wieder neue Verschaltungen da oben ausbilden, wenn man es auf eine andere als auf die bisherige Art und Weise benutzt, bringt uns ja zu einer Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann, nämlich, wie schaffen wir das überhaupt? Also, wenn das so ist, ist ja jeder Mensch ganz anders, weil ja jeder Mensch ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Und wenn jeder Mensch ganz anders ist und wir aber trotzdem nur zusammen leben können, dann müssten wir ja uns fragen, wie schaffen wir denn das, dass so verschiedenartige Leute es irgendwie hinkriegen, ihr Leben so zu gestalten, dass es miteinander zu irgendwas führt. Und das ist so ein Punkt, über den ich da ein bisschen näher mit Ihnen nachdenken möchte. Was wir dazu brauchen, damit wir das näher beleuchten können, ist zunächst erstmal ein Verständnis für den Umstand, dass jeder Mensch etwas anderes ist, also dass jeder Mensch einzigartig ist. Und zwar nicht erst so, wie er dann hier sitzt, wie Sie, sondern schon zum Zeitpunkt seiner Geburt. Und das hängt damit zusammen, dass die genetischen Programme eben, natürlich sind die auch schon mal alle ein bisschen unterschiedlich, aber die sind ja im Wesentlichen dazu da, Strukturen zu bilden, also körperliche Strukturen. Und diese körperlichen Strukturen bilden sich aus und da ist man noch im Mutterleib. Und dann hat sich da auch irgendwie so ein Gehirn rausgebildet und es haben sich auch Muskeln herausgebildet und es gibt auch die ersten Verbindungen, die so von den Muskeln und dann so zum Hirn gehen. Und dann merkt das Hirn plötzlich, weil diese Muskeln anfangen unkoordiniert zu zucken, dann merkt das Hirn plötzlich, dass unten ein Körper dran hängt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Dass da plötzlich kommt da von unten was und stört die Abläufe da oben ein bisschen, weil das war jetzt nicht vorgesehen und dann muss das Hirn irgendwas suchen, dass es wieder irgendwie mit dieser Störung umgehen kann und dann aktiviert es irgendwas und auf einmal wird da aus dieser Zuckung eine Bewegung. Und so haben wir alle mal gelernt, unsere Extremitäten der Reihe nach immer besser zu benutzen, bis zu dem Punkt, wo man am Ende der Schwangerschaft dann mit Ultraschall sehen kann, wie Kinder, ungeborene Kinder, ganz gezielt einfach mal, wenn sie Lust drauf haben, den Daumen in den Mund stecken. Das ist angeboren, aber es ist gelernt. Es ist vorgeburtlich gelernt und es wird ja nicht nur gelernt, wie man den Arm bewegt, sondern auch, wie man die Beine bewegt und alle anderen Körperteile, auch die inneren Organe, haben alle sensorische Eingänge, die zum Hirn führen und damit strukturiert sich das Hirn in seiner Netzwerkarchitektur anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Kann man das so verstehen? Der Körper sendet was hoch und das Hirn versucht das irgendwie zu integrieren und bildet damit bestimmte Muster, Erregungsmuster aus, Netzwerkstrukturen aus, mit deren Hilfe das Hirn dann in der Lage ist, diesen Körper und die dort ablaufenden Prozesse zu steuern. Genetisch ist nur der Körper. Da ist jeder anders und jeder hat einen anderen Körper und deshalb, jetzt kommen wir, kriegt auch jeder ein anderes Hirn. Aber wenn wir einen Körper hätten, wo man beispielsweise den Arm auch nach hinten biegen kann und dann so rum den Daumen, wenn der so länger wäre, in den Mund stecken könnte, das Hirn hätte überhaupt keine Mühe, das auch zu lernen. Weil wir genetisch ausgestattet sind mit einem Hirn, wo viel mehr bereitgestellt wird, als das, was man wirklich braucht. Und das ist das große Wunder. Das heißt, wir kommen mit einem unglaublichen Reichtum an Vernetzungsangeboten im Hirn schon zur Welt und es werden dann nachträglich, nach der Geburt, immer noch mehr solche Vernetzungsangebote bereitgestellt, aber die braucht man gar nicht alle. Ja, weil die Arme nur so gehen, weil der Arm sich so, nur so knicken lässt, anatomisch, kann das Hirn auch nur lernen, wie man einen Arm so bedient, dass das dann am Ende mit dem Daumen da reingeht. Aber wenn er sich anders knicken ließe, würde das Hirn das auch anders lernen können, weil dafür ist genug Kapazität da. Es gibt diese Kinder, die keine Arme haben, da hat man dann dieses Netzwerk für den Arm,
Das kriegt aber keinen Input, weil da kommt nichts. Das ist aber gleich neben dem Netzwerk für die Beine und von den Beinen kommt ein Input da hoch. Und dann lernt das Netzwerk, was eigentlich für die Arme zuständig ist, das, was die Beine da machen. Und damit wird sozusagen das Netzwerk für die Beine bei solchen Kindern schon vorgeburtlich viel größer, sodass die auf die Welt kommen und schon die Beine viel geschickter einsetzen können als jeder andere, weil sie keine Arme haben und sich da ein entsprechendes Netzwerk ausgebildet hat. In dem Bereiche mit integriert worden sind in die Steuerung von Beinbewegungen, die eigentlich für die Arme zuständig gewesen sind. Und wenn Sie dann solche Kinder heranwachsen sehen, dann merken Sie, das ist unglaublich, was die uns vormachen, was man alles mit den Beinen machen kann. Und da kriegt man eine Vorstellung von dem Potenzial, was alles möglich gewesen wäre, wenn wir keine Arme gehabt hätten. Und dann kriegt man auch eine Hochachtung vor denjenigen, die wir als behindert bezeichnen, weil die uns eigentlich zeigen, was wir für eine unglaubliche Spektrum an Möglichkeiten in uns tragen, was gar nicht zur Entfaltung kommt, weil wir so normal sind. Also nehmen Sie mal diejenigen, die nichts sehen, was die für ein Gehör entwickeln, was diejenigen, die nichts hören und nichts sehen, was die für einen Tastsinn entwickeln. Das sind, die finden sich zum Teil im Wald zurecht. Also kürzlich habe ich sowas gehört, da gibt es welche, die hören nichts und sehen nichts. Oh, nee, die sehen nichts, aber hören immerhin gut. Die schnalzen, die fahren dort Mountainbike und machen die wie die Fledermäuse. Und die können das hören von den Bäumen, an denen sie vorbeifahren und auf die sie zufahren, hören die diesen zurückkommenden Schall und können dann ausweichen, als ob sie sehen können. Das ist Potenzial, das können wir alle. Ja, wenn wir nichts sehen würden. Und das zeigt so ein bisschen, was da alles geht. Und so wie sich das Hirn vorgeburtlich anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster strukturiert, strukturiert es sich anschließend anhand der ersten Erfahrungen, die man im Umgang mit anderen Menschen macht. Das ist dann die nächste wichtige Stufe, also in dieser Familie. Und da jeder Mensch einen eigenen ganz besonderen Körper hat, kriegt auch jedes Kind ein ganz besonderes Gehirn schon zum Zeitpunkt der Geburt und deshalb ist jedes Kind einzigartig und was ganz Besonderes und hochbegabt. Jedes für was anderes. Und es ist dann ungünstig, wenn man sagt, es gäbe nur bestimmte Dinge, die wichtig seien. Nein, Kirschkernweitspucken ist auch eine große Begabung. Nur die können wir hier gerade mal in der Schweiz nicht so gut gebrauchen. Aber wenn wir im amazonischen Regenwald leben würden, dann, wo man mit dem Pfeil sich die Nahrung herunterschießen muss, wäre einer, der so gut Blasen, Kirschkern schießen kann, der könnte auch gut Pfeilrohr schießen und wäre wahrscheinlich einer, den die alle bewundern, für diese großartige Begabung. Und wir geben ihm dann Ritalin. Weil er nicht aufpasst und immer zu rumbläst und Kirschen umherspuckt. Also jeder Mensch ist sozusagen einzigartig, jeder ist anders und dann kommt man in dieses Familiensystem und da macht man ja wieder einzigartige Erfahrungen. Und das ist ein Unterschied, ob ich hier in so einer Familie groß werde oder in dieser oder in jener und in der Schweiz und in welchem Kanton habe ich gelernt auch noch. Und in Deutschland sind sie auch wieder alle ganz anders, das heißt, da kriegt wieder jeder ein anderes Hirn. Und das Einzige, was sie alle gleich haben, überall auf der Welt, sind zwei Grunderfahrungen, die alle in dem Hirn abgespeichert werden. Das erste ist die Erfahrung von tiefster Verbundenheit. Das ist unvermeidbar, wenn man 9 Monate in einem Mutterleib heranwächst, dass sich das Ganze sozusagen mit jeder Faser des Körpers und dann auch des Hirns aller Verknüpfung, dass das sich dort eingräbt, wie man sozusagen in dieser Verbundenheit ist mit dieser Mutter und deshalb kommen alle Kinder mit diesem unglaublichen Drang und dem Bedürfnis zur Welt, dass sie da draußen diese Verbundenheit schnell wiederfinden. Und deshalb brüllen sie, wenn man sie alleine lässt und deshalb kriegen sie normalerweise auch, finden sie dann eine Mutter, die sie wieder in den Arm nimmt und ihnen das wieder ein bisschen zumindest zurückgibt, was sie da verloren haben. Zum Teil
ist es die Bewegung des Schaukelns, die kennen Sie schon. Dann ist es die Stimme der Mutter, die kennen Sie auch schon. Und dann ist es der Duft der Mutter, den kennen Sie auch schon. Und die kennen sogar schon, was die Mutter am liebsten gegessen hat während der Schwangerschaft, weil diese Aromastoffe alle bis in das Fruchtwasser gegangen sind und das Kind sozusagen schon Erfahrungen gesammelt hat über die Lieblingsspeisen der Mutter. In Süddeutschland gibt es richtige Untersuchungen dazu. Dort stellt man fest, dass sich Kinder dort ganz besonders wohlfühlen, wenn man sie mit Zimt, mit Zimtgeschmack oder Aroma ein bisschen erfreut. Gut, und dann geht es eben in diese Welt hinaus, in diese unterschiedlichen Familien, in diese unterschiedlichen Regionen, und dann werden sie nochmal alle unterschiedlich. Und am Ende muss man sagen, das ist eigentlich verrückt, dass wir sind so verschieden. Aber wir haben dieses tiefe Bedürfnis nach Verbundenheit, das werden wir nie wieder los. Und jeder von uns hat ja noch eine zweite Erfahrung gemacht, und das ist die Erfahrung, dass jeder eine ganze Zeit gewachsen ist, immer mehr auch über sich hinausgewachsen ist, immer eine Fähigkeit nach der anderen erworben hat, Kompetenzen sich angeeignet hat, zum Teil schon vor der Geburt, zum Teil nach der Geburt. Das heißt, wir werden auch immer, wir kommen mit der Erfahrung sozusagen, tagtäglich werden wir mit der Erfahrung konfrontiert, dass wir autonom sind und immer autonomer werden und immer mehr Fähigkeiten entwickeln und eigentlich auch immer mehr Freiheit bekommen. Und jetzt haben wir diese beiden wunderbaren Grundbedürfnisse, die uns Menschen sozusagen fürs ganze Leben begleiten, weil sie solche tiefgehenden Anfangserfahrungen sind. Das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Wer das von Ihnen verspürt, bitte lassen Sie es in sich. Es ist ein tolles Bedürfnis. Lehnen Sie es nicht ab. Es kommt aus Ihnen raus. Es gehört zu unserem Menschsein dazu. Und dann gibt es das zweite Bedürfnis, gleichzeitig entstanden, muss gleichzeitig gestillt werden. Und das ist das Bedürfnis nach Wachstum, nach Autonomie, nach Freiheit. Also frei wollen wir alle sein, dann geht es uns gut. Und verbunden wollen wir auch alle sein, dann geht es uns auch gut. Und jetzt wissen Sie, wo das Problem steckt. So. Und jetzt wissen Sie, warum ich diese Akademie ins Leben gerufen habe und weshalb ich versuche, an der Stelle zu arbeiten. Es muss eine Form des Zusammenlebens von Menschen geben, in der sich Menschen gleichzeitig frei und verbunden fühlen. Und darüber reden wir heute, wie das gehen kann. Und das versuchen wir praktisch herauszufinden und versuchen auch Gemeinschaften zu begleiten, dass die das irgendwie miteinander hinkriegen. Die größte Verletzung dieses Gefühls nach Verbundenheit und Autonomie gleichzeitig erlebt jeder Mensch immer dann, wenn er, na, sagen wir es mal so ganz einfach, wenn er nicht gesehen wird. Also wenn man ihn nicht in seiner Einzigartigkeit wertschätzt. Wenn man ihn, jetzt mache ich es noch ein bisschen härter, wenn man ihn behandelt, wenn man ihn zum Objekt seiner Bewertungen, seiner Absichten, seiner Ziele, seiner Interessen, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen, seiner Maßnahmen macht. Immer dann, wenn ein Mensch zum Objekt gemacht wird, ist das die größte Irritation ist das die größte Störung, die man ihm eigentlich antun kann. Im schlimmsten Fall ist das Missbrauch, aber das muss nicht schon gleich Missbrauch sein. Das reicht auch, dass man einfach einem Kind, was da irgendwie versucht hat, einen Turm zu bauen und will das dem Papa zeigen, und dann hat er keine Zeit, sich das anzugucken. Das ist auch schon. Und sagt dann, oder der Papa sagt, ich kann noch einen viel größeren, und benutzt das Kind als Objekt zur Befriedigung seiner narzisstischen Selbstdarstellungsversuche. Das ist alles nicht so toll. Weshalb das so ist, dass das mit dieser Verbundenheit und dieser Autonomie so entscheidende Größen ist, wissen die Hirnforscher, seitdem sie mit solchen Scans, also mit funktionellen Kernspinnen, so heißt das, ins Hirn eines Lebendigen reingucken können. Bei Kindern macht man das nicht, weil das also ethisch nicht so leicht, das sollte man auch nicht machen, muss man ja auch nicht machen, aber man kann Erwachsene nehmen, und sogar bei Männern geht es. So. Und zwar, indem man einem Mann so eine Videobrille aufsetzt, den in so einen funktionellen Kernspinapparat schiebt und man ihm über die Videobrille eine Sequenz einspielt, in der er sieht, wie er selbst zum Objekt gemacht wird von anderen. Also der darf jetzt nicht mehr mitspielen, oder der wird überspielt, oder der wird über den Tisch gezogen, oder es wird ihm keine Gelegenheit gegeben, zu zeigen, was er kann. Und immer wenn die betreffende Person das sieht und es auch fühlt,
werden im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn er körperliche Schmerzen hat. Und das ist ein Wahnsinnsbefund. Weil der heißt, dass für unser Gehirn der Körper genauso wichtig ist wie das soziale System, in dem wir drin sind. Wenn irgendwas im Körper nicht stimmt, gibt es dieses Schmerzempfinden, damit wir da was tun. Aber dasselbe Schmerzsystem benutzt das Hirn auch, um zu signalisieren, dass nicht nur im Körper was nicht stimmt, sondern auch im Sozialen, im Zusammensein mit den anderen. Und das ist das, was wir alle irgendwann erlebt haben als Kinder, wo wir versucht haben, es auszuhalten. Die meisten, wir können uns ja auch gar nicht mehr daran erinnern, das ist ja in der Zeit gewesen, als wir noch hier in der Größe waren. Also es ist deshalb so, aber Sie können es versuchen, es gab eine Zeit in Ihrem Leben, wo Sie selbst der Gestalter Ihres eigenen Lernprozesses gewesen sind. Da haben Sie das meiste gelernt, was es überhaupt zu lernen gibt. Sie werden nie wieder in Ihrem Leben so viel lernen wie damals in den ersten 3 Jahren. Und Sie haben alles alleine gelernt. Greifen, krabbeln, auf 2 Beinen stehen, laufen, sprechen, alles von allein. War keiner da, der Sie unterrichtet hat, sondern Sie haben das gelernt, weil Sie es wollten. Weil es welche gab, die so was konnten und wo Sie gerne dazugehören wollten und es auch so gut konnten wie die. Und das ist selbstbestimmtes Lernen. Da erlebt sich das Kind, da hat sich jeder von Ihnen als Subjekt, als Gestalter seines eigenen Lernprozesses erlebt, hat sich erlebt als jemand, der verbunden ist mit den anderen, deshalb will man ja dazugehören und der dann auch eine Leistung nach der anderen vollbringt, die ihn da Stücke näher bringt und ihn auch gleichzeitig auch autonom macht und ihm das Gefühl gibt, das bin ich jetzt selbst, ich habe das selber gestaltet, ich habe das selbst entwickelt, großartig. Und dann kommt aber irgendwann jemand und sagt einem, wie man es machen soll. Ja, dann kommt jemand und hat eine Vorstellung davon, wie das jetzt gemacht werden muss. Und sagt einem, was man lernen soll. Und dass man jetzt, der signalisiert einem, dass er jetzt irgendwas mit einem vorhat. Der schickt einen in die Schule oder der schickt einen in den Kindergarten oder der hat Erwartungen, oder er belehrt einen und sagt einem, wie das geht und was man machen muss. Und dann korrigiert er einen noch und bewertet das, was man da zustande gebracht hat. Und dabei erlebt sich jedes Kind als Objekt dieser Belehrungen und so weiter. Und das schmerzt. Das schmerzt eben, wie ich das beschrieben habe, auch im kindlichen Hirn offenbar ganz genauso, wie das noch bei einem erwachsenen Mann schmerzt. Und das kann keiner aushalten. Kinder würden sterben, wenn sie da nicht eine Lösung finden. Aber selbst das kindliche Hirn ist so beschaffen, dass es dafür auch eine Lösung findet. Und die häufigste Lösung, die dann gefunden wird, ist einfach, dass es muss weg, dieser Schmerz. Und eine Möglichkeit, dass der Schmerz weggeht, ist eben, indem man einfach denjenigen, der einen zum Objekt macht, auch zum Objekt macht. Und das sieht dann so aus, dass ein Kind, die Mama sagt, zieh dir deine Schuhe an. Und das Kind sagt, blöde Mama. Dann haben 2 miteinander geredet. Und das ist jetzt so komisch, weil wir können es uns gar nicht anders vorstellen, als dass es so läuft. Weil wir denken ja, wir müssten dem Kind also alles sagen, was es macht. Und vielleicht ist es aber falsch. Das wäre jetzt eben so ein bisschen genauer anzugucken. Vielleicht ist es falsch, dass wir Kinder zwingen, Lösungen zu finden für diesen Schmerz, dass sie wie Objekte behandelt werden. Und weil die eine Lösung heißt eben, man macht einfach die anderen auch zum Objekt. Und manche lernen das schon im Kindergarten dann so gut, dass die anderen richtig nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten vor ihren Karren spannen und die über den Tisch ziehen und mit denen sozusagen die benutzen, die um sich selbst zu stärken. Und manche lernen das so gut, dass die das auch später im Leben immer weitermachen und das werden dann häufig diejenigen, die besonders erfolgreich in Politik und in der Wirtschaft unterwegs sind, als Führungskräfte. Also sind Menschen, die einfach immer versuchen, andere für ihre Zwecke zu benutzen, um sich selbst
Sicherheit zu verschaffen, um sich selbst zu vergewissern, dass sie alles im Griff haben und was da dahinter steckt, ist der Umstand, dass sie Bedeutung erlangen wollen auf Kosten von anderen. Das, und indem sie andere zum Objekt machen, können sie sich selbst bestimmte Positionen dann in bestimmte Positionen hineinheben. Das ist sehr ungünstig. Wir gucken uns aber gleich an, weshalb das so normal ist, dass wir uns auch alle schon längst daran gewöhnt haben. Nur noch die zweite Variante, es gibt Kinder, die bringen das nicht fertig, die Mama dann zum Objekt zu machen und zu sagen, blöde Mama, und ich sage, oder blöder Lehrer, und die sagen dann, ich bin blöd. Geht auch. Macht man sich selbst zum Objekt seiner negativen Bewertung. Und dann ist man eben, bin zu doof für Mathe und ich kann kein Deutsch und ich kann nicht singen, ich kann keinen Sport, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht schön genug und was man da so alles für Selbstzuschreibungen hat. Das ist total auch natürlich sehr ungünstig, weil wenn man sich selbst auf diese Weise zum Objekt seiner eigenen negativen Bewertung macht, kann man sich selber nicht mehr leiden. Und dann ist man ja gar nicht mehr froh darüber, dass man so ist. Und dann kann man sich selbst nicht mehr annehmen und dann ist man nicht mehr bei sich selbst und dann kann man natürlich auch keine gute Beziehung zu anderen Menschen herstellen. Wenn ich nicht in mir selbst sicher bin und mit mir selbst verbunden bin, kriege ich auch keine Verbindung zu anderen hin. Und die anderen, die da immer andere benutzen für ihre Zwecke, kriegen ja auch keine Verbindung zu anderen hin, weil die ja immer nur die anderen für ihre Zwecke einsetzen und immer nur gucken, wie sie noch einen finden, den sie auch noch vor ihren Karren spannen können. Das ist also eine sehr ungünstige Art des Umgangs miteinander. So, und wenn wir jetzt zurückgucken oder uns umschauen in der Art und Weise, wie wir heute alle unterwegs sind, dann stellen wir fest, wir können nur in Gemeinschaften leben. Es gibt den Menschen als Einzelwesen sind wir nicht überlebensfähig. Wir brauchen die anderen, weil wir alles, was wir für das Leben brauchen, immer nur von anderen lernen können. Das heißt, wenn Sie jetzt mal in Gedanken alles abziehen in Ihrem Hirn, was Sie von anderen übernommen haben, gelernt haben, beigebracht bekommen haben oder wie auch immer Sie das nennen, dann bleibt leider von Ihnen nichts mehr über. Also Sie könnten nicht sprechen, mich verstehen sowieso nicht, Sie wüssten nicht, wer Sie sind. Sie hätten auch keine Möglichkeit, ein Bewusstsein oder sowas auszubilden. Sie wären Sie ja sowieso schon gestorben, wenn sich nicht jemand um Sie gekümmert hätte, hätten Sie sich ja nicht mehr ernähren können. Das heißt, wir sind in einem solchen Maße soziale Wesen, wie es eigentlich gar nicht intensiver vorstellbar ist. Und trotzdem reden wir uns ständig gegenseitig ein, jeder sei sozusagen für sich alleine. Ein Individuum, was keinen anderen braucht. Und da können wir uns dann tapfer gegenseitig zu Objekten machen und dann bilden wir Gemeinschaften, in denen wir uns auch nur ständig benutzen. Die meisten dieser Gemeinschaften, die wir bilden, sind Zweckgemeinschaften, Notgemeinschaften, Besitzstandwahrungsgemeinschaften. Also immer hat man irgendein Interesse, die anderen vor den eigenen Karren zu spannen und die anderen zu benutzen, damit es einem selber gut geht. Und jetzt ahnen Sie, weshalb ich diese lange Rede halte, das ist fürs Hirn nicht gut. Es ist nicht gut, in einer Gemeinschaft zu leben, in der man andere benutzt, weil man in dieser Gemeinschaft nicht verbunden ist. Und es ist auch nicht gut, in einer Gemeinschaft zu leben, wo man einander benutzt, weil man in dieser Gemeinschaft auch nicht autonom und frei wird. Das heißt, wir können als Menschen nur in Gemeinschaften leben, wir sind aber so unterschiedlich, dass es wirklich total schwer ist, eine Gemeinschaft zu bilden, wo nicht einer den anderen bevormundet und dem erzählt, wie er es jetzt zu machen hat und sich gegenseitig jeder zum Objekt macht. Und das ist für ein plastisches, formbares Hirn, wie wir es haben, eine Katastrophe. Weil dann weiß man am Ende ja gar nicht mehr, wie man leben soll. Und dann wird das alles sehr ungünstig. Und deshalb braucht jede menschliche Gemeinschaft irgendeine Art von Ordnungsstruktur, die sie sich selbst gibt, die muss irgendwas erfinden, damit die Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit nicht alle sich gegenseitig umbringen oder alle auseinanderlaufen. Und diese Ordnungsstruktur, also eine bestimmte Ordnungsstruktur haben wir vor
10.000 Jahren ungefähr als Menschen mal entwickelt. Und die haben wir damals entwickelt, als die Menschen sesshaft geworden sind, die Gruppen größer geworden sind, die nicht mehr als Nomaden umhergezogen sind, wo jeder wechselnd mal irgendeine Führungsposition übernommen hat, sondern wo man sozusagen zusammen gewohnt hat und Besitz hatte und der musste verteidigt werden. Und da heißt die Ordnungsstruktur, die damals gefunden worden ist, die heißt Hierarchie. Einer erwirbt die Macht und der sagt den anderen, wo es lang geht. Und das ist jetzt seit 10.000 Jahren so, überall auf der Welt. Hat sich richtig gut durchgesetzt, ist ein sehr erfolgreiches Modell, damit konnte man Kriege führen, damit konnte man sich auch verteidigen, man konnte in Notfällen alles so organisieren, dass man es überlebt hat. Aber der Einzelne konnte sich in diesen hierarchischen Systemen nicht entwickeln, weil er immer Objekt war. Kann man es verstehen? Ne? Das heißt, jetzt verstehen wir, warum wir uns gegenseitig zum Objekt gemacht haben in der Vergangenheit. Und wir dürfen jetzt auch sagen, Gott sei Dank, dass das unsere Vorväter erfunden haben, sonst wären wir von allen möglichen gut hierarchisch organisierten Horden überfallen worden. Die Schweizer haben da ja auch so ihre Erfahrungen. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit diese hierarchischen Ordnungen gebraucht, damit wir überhaupt am Leben bleiben konnten. Aber die hierarchische Ordnung hat natürlich eine dumme Eigenschaft, nämlich dass jede Hierarchie dazu neigt, sich selber stabilisieren zu wollen. Das heißt, die Hierarchien ändern sich nicht gerne, weil da verlieren ja diejenigen, die die Macht haben, ihre Position. Und solange wir in hierarchischen Ordnungsstrukturen gelebt haben, gab es ständig dieses Bemühen, dass sich bloß nichts ändern soll an der Welt. Und dahin gehören dann diese auch Ideologien, wie dass der Mensch gar nicht frei ist und dass der gar nicht über sich selbst bestimmen kann und dass er von genetischen Programmen gelenkt wird und dass sonst wer Macht über ihn hat. Das gehört alles in diese Struktur, wo der Mensch bloß nicht sich emanzipiert und zum Gestalter seines eigenen Lebens wird. Weil das hätte immer die Hierarchie gefährdet. Und jetzt ist ein Wunder geschehen. Seit, können wir nachher noch ein bisschen drüber reden, seit einigen Jahrzehnten ist ein großes Wunder geschehen, was sich aber über 10.000 Jahre vorbereitet hat. Es ist nämlich so, dass in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen diejenigen, die unten sind, für die ist das ja nicht so angenehm, die strengen sich furchtbar an, dass sie hochkommen. Leistung zeigen die dann. Produzieren irgendwas, die erfinden irgendwas, die entdecken irgendwas. Und wenn dann 10.000 Jahre lang Menschen, die in hierarchischen Ordnungsstrukturen weiter unten sind, gerne hoch wollen und dafür immer was erfinden und entdecken und neu in die Welt bringen, führt das zwangsläufig und unvermeidbar dazu, dass die Welt immer komplexer wird. Dass die Lebenswelt, in der wir leben, immer bunter, vielfältiger, reichhaltiger, komplexer wird. Und dann sind wir, irgendwann kommt man dann auf einer Stufe an, wo die Welt so komplex geworden ist wie heute, digitalisiert, globalisiert, alles ist von allem abhängig, alles ist mit allem vernetzt. Und was passiert, was geht jetzt nicht mehr? Die Hierarchie. Die Hierarchie ist dafür zu steif. Die kann diese bunte Welt und dieses bunte Leben, was wir inzwischen weltweit haben, nicht mehr ordnen. Und jetzt entsteht Unsicherheit, die Leute merken, da stimmt jetzt was nicht. Und dann gibt es eben Gruppen in der Bevölkerung, das beobachten wir ja seit einigen Jahren, die dann nach einem rufen, der wieder Ordnung macht. Also die hätten gerne die alte Hierarchie wieder, die es aber schon gar nicht mehr gibt. Und um die aber wieder zu kriegen, müsste man ja die Welt wieder einfacher machen. Also die Hierarchie geht nur in einer einfachen Welt. Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, eine komplex gewordene Welt wieder einfacher zu machen, das wäre ein schöner Krieg. So, aber richtig, dass alles futsch ist und dann kann man wieder mit hierarchischen Ordnungsstrukturen alles wieder neu aufbauen, bis man wieder am selben Punkt steht und wieder vor dem Problem steht, dass man eine Lösung finden muss. Und das ist dieser Augenblick, in dem wir jetzt hier gelandet sind. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, wenn wir jetzt nicht mehr länger in Hierarchien leben können, weil die zu steif geworden sind, weil in Unternehmen und in der Wirtschaft und im Zusammenleben, in Kommunen und überall sich herausstellt, dass diese hierarchischen Ordnungsstrukturen nicht flexibel genug sind für die inzwischen viel zu komplex gewordene Welt,
dann bräuchten wir jetzt eine andere Ordnungsstruktur. Wir können die Hierarchie ja nicht einfach abschaffen, dann geht ja alles drunter und drüber. Und deshalb sind wir jetzt als Menschheit an einem Punkt angekommen, wo wir eine andere Ordnungsstruktur uns selbst aufbauen müssen. Und diese Ordnungsstruktur darf jetzt nicht wieder von außen draufgesetzt werden, das wäre ja wieder jemand, der uns sagt, wie wir zu sein haben, sondern jetzt müssten wir in uns selbst etwas entwickeln, was uns hilft, Mensch zu sein. Jetzt müssten wir so eine Art inneren Kompass haben, der uns hilft, mit anderen Menschen in eine gute Beziehung zu kommen. Der uns hilft, unser Zusammenleben so zu gestalten, dass es gut ist und dass es fruchtbar wird und dass sich auch was entfalten kann. Und dieser innere Kompass, diese innere Struktur, die heißt Würde. Das ist, da will ich hin. Das heißt, wenn wir in uns ein Gefühl entwickeln würden, was dann vielleicht auch zu einer Vorstellung wird und dann auch zu einem Bewusstsein wird, unserer eigenen Würde, dann können wir nur noch ein Leben führen, was im Einklang mit diesem inneren Bild ist, von unserer eigenen Würde. Dann müsste man eigentlich ständig vor dem Spiegel treten und müsste fragen, ist das, was ich heute getan habe, mit dem, was ich sein will als Mensch, vereinbar? Und diese Vorstellung von der eigenen Würde ist ein hochkomplexes Selbstbild, das ist nicht angeboren. Wir schreiben zwar in unserer Verfassung, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland steht das ja im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist nett, dass wir sowas da hinschreiben. Das nützt aber nichts, dass man da hinschreibt, die Würde des Menschen ist unantastbar und so tut, als hätte jeder Mensch eine unantastbare Würde, weil wir sehen ja, dass sie ständig verletzt wird. Und deshalb geht es nicht darum, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, sondern es geht darum, dass Menschen eine Vorstellung und ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde entwickeln, damit sie aufpassen können, dass sie ihnen nicht von anderen geraubt wird, dass sie ihnen nicht von anderen zerstört wird. Und diese wunderbare Vorstellung von der eigenen Würde ist eine Vorstellung, die, wenn man sie auf den Punkt bringt, darin besteht, dass man sagt, ich bin jemand, der sich für andere nicht mehr als Objekt zur Verfügung stellt. Und natürlich bin ich erst recht jemand, der andere nicht mehr zum Objekt macht. Weil wenn ich andere zum Objekt machen würde, meiner Interessen, meiner Absichten, meiner Ziele, wäre das ja ein Zeichen, dass ich den benutzen will, um mich selbst groß zu machen. Auf Kosten von anderen, indem ich die abwerte, stärke ich mich. Und wer das nötig hat, handelt würdelos. Der ist ja gar nicht bei sich, der ist gar nicht in seiner eigenen Kraft. Wer diese Vorstellung einer eigenen Würde entwickelt hat, erlebt sich als Subjekt und als Gestalter seines eigenen Lebens und der ist auch nicht mehr verführbar. Da kann 100-mal jemand kommen, kann mir erzählen, ich müsse mir unbedingt dieses Auto kaufen. Nee, das entscheide ich, was für ein Auto ich brauche und nicht irgendein Händler oder irgendein Werbestratege, der mir sonst was aufschwatzen will. Ich sage es auch jetzt nochmal so. Ein Mann, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, geht nicht in ein Bordell. Dort hat er nichts zu suchen. Ich benutze nicht andere Menschen, in dem Falle Frauen, für Geld, um mir irgendeine sexuelle Befriedigung zu schaffen. Das ist würdelos. Ich stelle mich auch nicht als Objekt zur Verfügung, indem ich auf jedes Marktgeschrei hereinfalle und jedes Produkt nun unbedingt haben muss, weil was mir da irgendwo angeboten wird, wo ich zum Objekt der Überlegungen und Strategien dieser Marketing-Experten gemacht werde. Dafür muss ich mich nicht zur Verfügung stellen. Und ich kann aber Teil meiner eigenen Würde ist es, ein Leben zu führen, was mir selbst hilft, bei mir zu bleiben und das nicht auf Kosten von anderen, sondern mit anderen gemeinsam. Und jetzt wird es richtig interessant, weil jetzt kann man ja sagen, okay, wo kommt denn dieses her, diese Vorstellung und das Bewusstsein der eigenen Würde? Und dann kann man sagen, in einer gewissen Weise sind wir alle schon zumindest mit einem Gefühl unserer eigenen Würde zur Welt gekommen. Also wir haben alle am Anfang des Lebens ein Gefühl dafür, ein Empfinden, wie Zusammenleben aussehen sollte, damit es gut ist für uns. Und wenn wir von der Mama in die Ecke geschoben werden und die uns nicht sieht und nicht auf das reagiert, was wir da von uns geben wollen, dann brüllen wir. Und wir können ja nur deshalb brüllen, weil wir ein inneres Bild davon haben, wie es richtig wäre.
Das heißt, wir wissen, wie es richtig ist und deshalb können wir uns wehren gegen das, was falsch ist. Und das ist sozusagen ein frühes Empfinden dafür, wie menschliches Zusammenleben richtig wäre, mit dem wir alle auf die Welt kommen. Und wenn dann Kinder die Erfahrung machen dürfen, dass sie so, wie sie sind, gesehen werden, dass sie angenommen werden, dass sie ernst genommen werden, dass man ihnen was zutraut und dass sie auch Verantwortung übernehmen dürfen und sich um was kümmern dürfen, dass sie also Teil dieser Gemeinschaft werden, dann empfinden sie sich als wertvoll. Und dann entwickeln sie ein Gefühl ihrer eigenen Würde so weit, dass es auch eine Vorstellung ihrer eigenen Würde ist. Dann kann man plötzlich mit 6-, 7-, 8-jährigen Kindern darüber reden, was das ist, was für ein Mensch sie sein wollen. Ich habe, damit es mal ein bisschen aufgelockert, kürzlich kriegte ich eine Mail von einer Frau, die hatte dieses Buch gelesen über die Würde und dann sagte die, das hat mir die Augen geöffnet, weil plötzlich habe ich als Mutter etwas ganz Grundlegendes neu verstanden und jetzt wende ich das anders an. Und ich erkläre Ihnen da mal, was da passiert ist. Und dann hat sie das beschrieben. Also sie hat zwei Jungs, der eine ist ein bisschen älter als der andere und der Jüngere hat sich ein Glas Saft eingegossen und hat es zur Hälfte leer getrunken und dann hat er es sich irgendwo hingestellt, um es später weiter auszutrinken. Und dann ist der Ältere gekommen und hat das ausgetrunken. Tagtäglich. Ja? So, und jetzt kommt es. Sie können sich kurz überlegen, wie Sie jetzt reagieren und wie Sie, ob Sie das wollen oder nicht, aber irgendwie Instinkt, also so aus dem Bauch, Sie machen das Kind mit einer großen Wahrscheinlichkeit zum Objekt. Also da sagen Sie dem, das gehört sich nicht, das macht man nicht und weiß der Kuckuck was nicht. Was hat die jetzt plötzlich gemacht? Die hat den Älteren, der das Glas ausgetrunken hat, gefragt, du sag mal, was denkst du denn, was dein jüngerer Bruder jetzt von dir denkt? Und da hat er gesagt, der wird denken, dass er mir nicht trauen kann mit seinem Glas, dass ich es nicht austrinke. Und er wird denken, dass er das in Zukunft besser versteckt. Und dann hat die Mutter den Jungen gefragt, also 8, 9 so in der Größenordnung, dann hat sie ihn gefragt, und möchtest du denn später mal jemand werden, vor dem alle Leute alles verstecken, weil sie dem nicht trauen? Und dann hat er gesagt, nein, das möchte ich nicht. Das ist Würde. Der hatte ein Bild von sich entwickelt, dass er so einer nicht werden will. Die Mutter musste nichts weiter sagen. Für den hat das gereicht und der wird das nicht wieder machen. Der hat sich sozusagen dazu bekannt, dass er so einer nicht werden will. Vor dem alle anderen alles möglich verstecken, weil er sie hintergeht und benutzt und für seine Absichten einsetzt. Das macht so ein bisschen deutlich, wo diese neuen Wege sind und wohin das dann führt, wenn man tatsächlich als Eltern anfängt, seine Kinder in ihrer Einzigartigkeit zu sehen und ihnen auch eine Möglichkeit bietet, nicht nur dieses Gefühl weiterzuentwickeln, sondern auch eine Vorstellung und ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde zu entwickeln. So, und jetzt ist es relativ einfach, wenn wir jetzt in die Gesellschaft reingehen, in der wir heute leben, uns zu fragen, was das eigentlich für eine Gesellschaft geworden ist und wie wir da drin leben. Ob das, was wir da tun, mit dem übereinstimmt, was wir für unsere eigene Würde halten. Ob wir so überhaupt leben wollen. Ständig umhergehetzt, immer guckend, was da von anderen von uns verlangt wird und uns ständig wehren gegen das, was die da wollen. Und ob es nicht viel schöner wäre, jeden anderen, den wir treffen und so wie sie heute hier beisammen sitzen, einfach mal anzulächeln und ihm deutlich zu machen, dass sie ihn so, wie er ist, toll finden. Und das wäre es ja, dass man einfach erkennt, der andere ist auch nur ein Suchender, so habe ich ja angefangen. Der weiß auch nicht, wie es geht. Und wir alle können uns auf der Suche nach der Art und Weise, wie wir zusammenleben wollen, verirren. Ich habe jetzt versucht darzustellen, dass wir uns auch kollektiv verirren können, sogar über 10.000 Jahre hinweg. Und dass sich das aber alles wieder einkriegt. Und dass es in unserer Hand heute ist, das war vor 20 Jahren nicht möglich, was ich da heute erzähle. Heute ist es wirklich in unserer Hand zu entscheiden, wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen. Wir müssen uns nicht wieder einen Alleinherrscher suchen, der uns sagt, wo es lang geht.
Wir können Gemeinschaften bilden, in denen wirklich jeder dem anderen hilft, in seine eigene Kraft zu kommen. Das wären Gemeinschaften, wenn sie da drin leben würden, würden sie sagen, ich war noch nie so frei und ich habe mich noch nie so toll weiterentwickelt, wie seit dem Augenblick, wo ich in dieser Gemeinschaft bin. Kennt jemand solche Gemeinschaften? Haben wir noch nicht. Müssen wir erfinden, müssen wir versuchen herauszuformen und wir sind ja auch auf der Suche nach solchen Gemeinschaften und bisweilen ist es zauberhaft, was man da alles für wunderbare Erfahrungen machen kann, wenn Menschen anfangen, aufeinander zuzugehen, anstatt dass einer sich auf Kosten des anderen versucht, Vorteile zu verschaffen. Das ist sozusagen unser Ansatz in der Akademie für Potenzialentfaltung. Das heißt, es geht immer um Gemeinschaft, es geht immer um die Frage, wie kann Zusammenleben so organisiert werden, dass es fruchtbar für alle ist, dass es dazu führt, dass jeder Einzelne in seine Kraft kommt. Und der Grundsatz dieser ganzen Tätigkeit heißt, solange Menschen sich gegenseitig zu Objekten machen, zu Objekten ihrer Bewertungen, Absichten, Ziele und Maßnahmen und sonst was, solange sich Menschen gegenseitig zu Objekten machen, ist die Entfaltung der in diesen Menschen angelegten Potenziale unmöglich. Geht nicht. Das kann jemand, der zum Objekt gemacht wird, kann nichts anderes als sich dagegen wehren. Das Einzige, was der im Rest seines Lebens lernt, ist, wie man am besten aus der blöden Nummer rauskommt. Indem man eben andere zum Objekt macht oder sich nichts draus macht, indem man es leugnet oder verdrängt oder sonst was macht, aber der entwickelt sich dort dadurch nicht weiter. Das heißt, solange Menschen sich gegenseitig zu Objekten machen, und das ist seit 10.000 Jahren so gewesen, seitdem wir in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen stecken, gibt es keine Weiterentwicklung. Also das ist jetzt eine harte Nummer, weil das würde heißen, dass wir uns als Menschen in den letzten 10.000 Jahren eigentlich nicht weiterentwickelt haben. Und wenn Sie in der Bibel nachgucken und im Alten Testament, da sehen Sie, das ist alles noch dasselbe. Richtig vorwärts gekommen als Menschen sind wir nicht. Wir können jetzt auf den Mond fliegen, aber das hat mit unserer menschlichen Entwicklung nichts zu tun. Das ist Technologie, die wir erfunden haben. Aber dass wir uns irgendwie als menschliche Gemeinschaft weiterentwickelt haben, leider noch nicht. Und jetzt kommt der Augenblick, wo das geht. Wo wir das nicht nur uns wünschen können, sondern wo wir das sogar naturwissenschaftlich begründen können. Und deshalb mache ich das so gerne. Das finde ich sowas von gut. Dass man jetzt nicht als Pastor hier oben stehen muss und sagt, liebt euch doch alle, sondern dass man einfach sagen kann, es gibt ein Grundprinzip, wie euer Hirn organisiert ist und wonach ihr alle strebt, und das heißt Kohärenz. Das heißt, ihr wollt alle einen Zustand erreichen, wo es passt, da oben in der Birne. Also wo das, was jetzt ist und das, was kommt und die Erwartungen und die Vergangenheit zusammenpassen und wo rechts und links zusammenpasst und Denken und Fühlen und Handeln eine Einheit ist und wo ihr in eurem eigenen Körper gut zu Hause seid und euch wohlfühlt und in den Beziehungen, die ihr zu anderen Menschen habt, euch, wo alles gut passt und wo ihr vielleicht auch noch mit der Natur und der Kultur und dem Kosmos verbunden seid und alles passt. Das ist der Zustand, den das Hirn gerne hätte. Und jetzt kommt es, das hat das Hirn so gerne, weil das der Zustand ist, in dem der Energieverbrauch des Hirns am niedrigsten ist. Und das hätte ich mir auch vor 3 Jahren noch nicht träumen lassen, dass das nichts weiter ist als eine Konsequenz des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik heißt, wenn man die Energie zum Aufrechterhalten eines Systems nicht mehr aufbringen kann, fliegt das Ding auseinander und verteilt sich die ganze Energie, die da drin ist, im Weltall. Das ist, könnt ihr im Physikbuch nochmal nachgucken. Und deshalb ist jedes lebende System, jeder Mensch und natürlich auch das Hirn ständig bemüht, den zur Aufrechterhaltung seiner Struktur notwendigen Energiegehalt, Energieaufwand so niedrig wie möglich zu halten. Im Ruhezustand, wenn ich mich hier flach hinlege und überhaupt nichts denke, braucht dieses Hirn immerhin schon 20% dieser Energie, die der Körper bereitstellt. Und wenn ich dann die Augen aufschlage und noch zu denken anfange, geht das in die Höhe. Und wenn ich dann noch ein Problem habe, was ich lösen will, wird es ganz furchtbar. Und wenn ich dann noch mir vornehme, mich zu ändern, streikt das Hirn. Das heißt, das möchte immer diesen Energiesparmodus. Das nennen wir dann den inneren Schweinehund, aber in Wirklichkeit ist es der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Ja, das ist doch toll. So, und jetzt
Und das führt dann dazu, dass wir alles, was wir tun, immer daran ausrichten, dass es jetzt wieder passen soll. Und wünschen uns eine Welt, in der alles passt. Und müssten eigentlich wissen, dass das nicht geht. Solange man lebt, gibt es keinen Zustand, wo es passt. Das ist genau das Leben, dass es nicht passt. Und dass es immer gestört wird. Und schon wenn man die Augen aufschlägt, kommt irgendwas rein. Und der einzige Augenblick, wo man sagen kann, jetzt passt alles, ist der, wo man gerade gestorben ist. Aber da kann man es nicht mehr sagen. So, und jetzt muss man eben immer das ganze Leben lang versuchen, es passend zu machen. Und da ist das Dumme, dass dem Hirn das eigentlich zunächst egal ist, ob das langfristig gut ist für einen. Also dem Hirn ist es, wenn ich jetzt einen schweren Konflikt mit meinem Chef habe, dann weiß ich ja, was ich eigentlich machen müsste, mit dem reden, müsste das Problem lösen, weiß ich aber nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Und dann kann ich auch eine andere Lösung finden, damit mein Hirn wieder zufrieden ist und alles wieder passt und weniger Energieverbrauch stattfindet. Das heißt, ich trinke eine halbe Flasche Whisky aus und danach weiß ich gar nicht mehr, dass ich einen Chef habe. Und so, dann passt es. Ja, und das Verrückte ist jetzt, das ist dem Hirn recht. Weil das Hirn immer nur nach einem sich organisiert, nämlich es gibt eine Irritation, die nennen wir Inkohärenz, irgendwie es passt nicht mehr, und dann versuchen wir es wieder passend zu machen. Und zwar nicht aus Selbstzweck, sondern weil dann der Energieaufwand wieder weniger wird. Und deshalb suchen wir das ganze Leben immer nach Lösungen, damit es wieder passt, und fangen jetzt an zu begreifen, dass das eigentlich eine Sisyphusarbeit ist, weil es das nicht gibt. Aber es gibt etwas, was man machen kann. Man kann versuchen, im Leben so viele unterschiedliche Erfahrungen zu machen bei der Lösung von Problemen und bei der Bewältigung von Herausforderungen, dass man irgendwann an einen Punkt ankommt und sagt, was immer jetzt noch kommen mag, ich freue mich drauf, weil bisher habe ich alles gelöst, willkommen Problem, auch mit dir werde ich fertig. Und das Gefühl, was jemand, solche Menschen gibt es, die solches Gefühl haben, das geht aber nur dann, wenn man ganz viele unterschiedliche Erfahrungen in ganz vielen Lebensbereichen gemacht hat, wo man diese Sicherheit gewinnt, das kann jetzt kommen, was will, das kriege ich auch noch hin. Das nennt man Kohärenzgefühl. Und das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Kohärenz, wenn Sie dieses Kohärenzgefühl haben, dann, das haben dann diese salutogenetischen Forschungen gezeigt, dann werden Sie schneller wieder gesund, wenn Sie krank sind, Sie werden seltener krank. Sie haben Lust aufs Leben, weil das ist ja alles ist eine neue begeisternde Herausforderung, was da auf Sie zukommt, was bisher ein Riesenproblem gewesen ist. Das sagen Sie, ja, komm, herzlich willkommen, toll, dass du da bist. Sie haben Freude an der eigenen Weiterentwicklung. Sie wollen nicht stehen bleiben, sondern Sie haben Lust, sich vorwärts zu entwickeln. Und Sie sind dadurch natürlich in einem Zustand dauerhaften Glücks. So. Geht aber nur dann, wenn man dieses Kohärenzgefühl entwickelt. Und dieses Kohärenzgefühl kann man nicht entwickeln, wenn man solche kurzfristigen Lösungen wie das Schnapsaufen einsetzt, sondern dieses Kohärenzgefühl kann man eigentlich nur entwickeln, indem man sein Hirn überlistet, will ich mal jetzt so sagen. Und das geht dadurch, dass man sich etwas vorstellt, was viel kohärenzstiftender ist, als das, was im Augenblick helfen könnte, dass man den Kram erstmal los wird. Also, dass man eine Vision entwickelt, wie es sein sollte, und man dann diesen hinterherjagt. Also, ich mach's einfach, das kann am einfachsten, weil kann das ein Ziel sein. Ein Medizinstudent kann sich das Ziel setzen, er möchte mal Arzt werden. Ja, und dann hält er das alles aus. Das ist furchtbar inkohärent, diese dauernden Prüfungen, diese Lernerei, er kommt nicht dazu, Freundinnen zu finden und alles. Aber er geht tapfer durch und dann am Ende hat er das endlich erreicht, dieses große Ziel. Und er ist unterwegs nicht abgesprungen, hat nicht Alkohol getrunken, sondern das große Ziel hat ihn sozusagen als kohärenzstiftendes Ziel angelockt. Und das Dumme ist nur, jetzt hat er das Ziel erreicht, jetzt ist er Arzt und aus die Maus. Jetzt ist er wieder genauso blöd wie vorher. Und deshalb ist es nicht gut, wenn man sich sagt, ich möchte Arzt werden, sondern wenn man das als Anliegen formuliert. Also dass man sagt, ich möchte jemand werden, der später im Leben anderen Menschen hilft, wenn sie krank sind, wieder gesund zu werden. Das hört sich anders an, dann ist es nämlich wurscht, ob er Arzt wird oder nicht.
anderen Menschen helfen, gesund zu werden, kann er auf viele Art und Weise. Und wenn er meint, es geht am besten als Arzt, macht er so. Aber wenn er dann Arzt ist und seine Approbation hat, ist er noch nicht fertig, weil jetzt geht es erst richtig los. Und so kann man ein Mensch werden, der sozusagen ein Anliegen verfolgt. Und das schönste Anliegen, was man sich selbst setzen kann und was man verfolgen kann und was einen kohärent macht, wäre, dass man sagt, ich möchte ein Leben führen, was mit der Vorstellung übereinstimmt, die ich von mir selbst und meiner eigenen Würde habe. Dann können Sie sich jeden Tag vor den Spiegel stellen und können sagen, habe ich heute so gelebt, wie ich das wollte? Und wenn es nicht ganz geklappt hat, dann sagen Sie, okay, heute war es noch nicht so gut, morgen komme ich dem ganzen Stück näher und vermeide dieses und jenes, um wirklich am Ende sagen zu können, das ist jetzt ein Leben, was ich auch leben will, was mich selbst glücklich macht, weil es dieses Kohärenzgefühl ermöglicht und was auch andere Menschen glücklich macht, weil ich ja plötzlich andere Menschen nicht mehr für meine Zwecke benutze. Da, meine Damen und Herren, wollte ich hin mit diesem kleinen Vortrag über die Würde und über das menschliche Gern. Und ich darf das an der Stelle einfach nochmal so sagen, mir ist das lange Zeit gar nicht richtig klar geworden, was ich da eigentlich treibe. Aber seitdem ich diese Bücher schreibe, merke ich ja immer wieder, dass ich Themen anfasse als Neurobiologe, die in den neurobiologischen Überlegungen und Händen gar nichts zu suchen haben. Also das ist ja ungewöhnlich, dass man sich mit der Liebe beschäftigt oder mit Erziehung und mit Bildung und mit der Würde. Und was da dahinter steckt, ist etwas, was wahrscheinlich gar nichts mit mir zu tun hat, sondern das ist eine Phase, in die wir jetzt kommen, wo die Aufklärung, die da vor 200 Jahren oder 300 Jahren mal begonnen hat, endlich vollständig wird. Wir haben 200 Jahre Aufklärung hinter uns und das war eine Aufklärung, die hat dazu geführt, dass wir alles zerlegt haben, was es nur auf der Erde zu zerlegen gab, auch uns selbst. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir das ganze Zerlegte vor uns haben, nicht mehr wissen, was wir jetzt machen sollen mit den ganzen Einzelteilen und wo Wissenschaft jetzt auf einmal dort anfängt, wo Menschen sich darum bemühen, das Zerlegte wieder zusammenzufügen, damit ein Bild draus wird. Und das ist das, was ich versuche. Und deshalb war ich noch nie so glücklich in dieser Rolle als Wissenschaftler, die aber jetzt schon fast so wirkt, als sei ich ein Seelsorger oder ein Prediger. Aber das ist ja der helle Wahnsinn, dass plötzlich Wissenschaft und Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, dass Kultur und Natur plötzlich sich zusammenfinden und dass sich etwas, was die ganze Zeit so getrennt war, wieder zusammenkommt. Das wäre genau das, was wir vorhin Kohärenz genannt haben, dass alles, was es in der Natur gibt, diese Tendenz hat, sich so zu ordnen, dass es wieder zusammenpasst. Und auch wenn man zwischendurch über viele Jahrhunderte hinweg es immer wieder zerlegt hat, es sortiert sich so, dass es wieder zusammenkommt. Und wir sind im Augenblick Zeugen dieses großen Prozesses. Wir können uns das anschauen, wir können versuchen, es vorwärts zu bringen, denn ich habe vorhin den zweiten Teil des Satzes noch nicht gesagt. Der erste Teil hieß ja, solange wir uns gegenseitig wie Objekte behandeln, ist keine Entfaltung möglich. Aber sobald wir damit beginnen, sobald zwei Menschen anfangen, einander als Subjekte zu begegnen, das heißt, sich in ihrer Würde ernst zu nehmen, ist die Entfaltung der in diesen beiden Menschen und wenn das noch mehr sind, auch in der ganzen Gemeinschaft, angelegten Potenziale, und jetzt kommt das wunderbare Wort, unvermeidbar. Die Potenzialentfaltung ist der normale Prozess. Den muss man nicht machen. Man muss nur Bedingungen schaffen, dass er sich sozusagen entfalten kann. Und was ich dann versucht habe, ein bisschen darzulegen, ist, dass es gute Gründe gab, vorübergehend an dem Phase der Menschheitsentwicklung zu durchlaufen, wo wir das unterbunden haben, indem wir hierarchische Ordnungsstrukturen aufgebaut haben, in denen einer den anderen zum Objekt macht. Das hat uns aber geholfen, ein bisschen Ordnung in das System zu bringen. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Jetzt können wir diese hierarchischen Ordnungsstrukturen abbauen. Aber nur dann, wenn wir unseren inneren Kompass, der uns hilft, unser Menschsein zu entwickeln, stärken. Und dazu müssen wir uns gegenseitig helfen. Das geht nicht allein, das geht nur in Gemeinschaften. Und deshalb haben wir dann in der Akademie auch diese Initiative Würdekompass gegründet und es haben sich im Augenblick schon 70 Gruppen in allen möglichen
in Städten und Gemeinden gebildet, wo Menschen wie so ein runder Tisch zusammenkommen und versuchen, dieses Thema der eigenen Würde und der Wahrung der Würde der anderen in die Öffentlichkeit zu heben und ins öffentliche Bewusstsein zu heben. Und wenn das passieren sollte und das eine Bewegung wird, dann können Sie sich vorstellen, was dann alles nicht mehr geht. Dann gehen die Altersheime nicht mehr so, wie wir sie in vielen Fällen kennen, dann können Sie die Krankenhäuser, müssen Sie ganz grundsätzlich neu anfassen, dann müssten Sie das gesamte Schulsystem hinterfragen, müssten sagen, was ist denn das überhaupt für ein System, wo wir Kinder hinschicken und sie zum Objekt unserer Belehrung machen und sie sozusagen regelrecht daran gewöhnen, sich wie Objekte behandeln zu lassen. Und dann kann man so schöne Fragen stellen, nämlich, wie schafft ihr es in eurer Schule, dass die Kinder tatsächlich eine Vorstellung und ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde entwickeln können? Das wäre ja dann das Wichtigste, was sie mitnehmen sollten aus der Schule. Dann wird man merken, da gibt es gar keine richtigen Antworten. Das steht nicht im Lehrplan. Und deshalb ist das jetzt eine sehr interessante Zeit, in der Menschen aufbrechen, neue Wege suchen. Und die Montaraner Schule ist eben eine, die so einen Weg geht. Die Senruti-Lebensgemeinschaft ist auch sowas, die das versucht. Keine Ahnung, ob das richtig ist und ob das klappt, das weiß keiner von uns. Aber wir sollten es mit Interesse und mit Liebe begleiten und ihnen wünschen, dass sie es hinkriegen. Und auch selbst versuchen, in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, hier in St. Gallen oder wo immer sie herkommen, ein bisschen etwas dafür zu tun, dass die Würde des Menschen nicht länger mit Füßen getreten wird. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns. Und das könnte der Weg sein, wie wir eventuell auf diesem Planeten doch noch überleben. Herzlichen Dank. So, vielen Dank. Das ist für jemanden, der hier oben steht, ist es extrem schwer, sich also an den Gesichtern zu erkennen, ob noch alle da sind. Und ob das, was man hier sagt, auf irgendeine Resonanz trifft. Das ist, da muss man... Also ich arbeite ja sehr gerne so, dass ich auch spüre, dass da was hin und her geht und das ist relativ schwierig. Und deshalb bin ich jetzt sehr dankbar, dass Sie mir zeigen, dass das wenigstens ein bisschen irgendwo auf den fruchtbaren Boden gefallen ist. Also Sie merken ja, dass ich auch auf eine Art und Weise arbeite, wo ich nicht den Anspruch habe, Ihnen hier was zu verkünden, wo ich nun... als der super Kluge dastehe, der also jetzt versucht, sie zu belehren. Das ist auch schwer. Und trotzdem kommen wir, das sehen Sie schon, aus der Nummer nicht richtig raus, dass ich hier oben stehe und Sie da unten. Natürlich sind Sie Objekt meiner Belehrung. Ja? Und trotzdem will ich es nicht. Und deshalb möchte ich das an der Stelle nochmal sagen. Das sind alles ungünstige Formate, in denen wir da arbeiten. Das sind ungünstige Formate, weil sie uns in diese sonderbaren Rollen bringen, wo ich der Vortragende bin und Sie der Zuhörer und schon haben wir eine Objektbeziehung und schon fängt das an, unfruchtbar zu werden. Und ich kann das nur versuchen zu überwinden, indem ich hier zumindest für die vorderen Reihen die Leute angucke und so, und dass die spüren, ich versuche, sie in ihrer ganzen Subjekthaftigkeit und Einzigartigkeit anzusprechen. So, das ist aber jetzt nicht so einfach und... Und deshalb ist es schön, wenn das dann ein bisschen gelingt und wenn Sie ein bisschen davon mitnehmen. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um noch ein paar Fragen miteinander zu besprechen. Ich mache das auch gerne. Gucken Sie, ob es irgendwas ist, was Ihnen auf dem Herzen liegt, was die anderen auch interessiert. Und dann kommen Sie einfach und melden Sie sich. Da ist schon jemand, der sich ganz vehement
zu Wort meldet. Und bin sehr gespannt, was wir da jetzt gemeinsam noch an interessanten Aspekten herausarbeiten können. Ja, meine Frage ist genau dazu, was Sie gesagt haben, zum Objekt und zum Subjekt. Ich bin unsicher, ob es mir klar genug ist, wann ich dann jemanden als Objekt behandle und wann als Subjekt. Können Sie dazu etwas sagen, was Merkmale sind? Ja, immer dann, wenn der andere keinen Gestaltungsspielraum mehr hat. Wenn der von Ihnen in den Sack gesteckt wird. Also in den Sack Ihrer Bewertung, oben zugeschnürt, ist er drin. Kann er nur sagen, das stimmt doch gar nicht, aber mehr kann er nicht mehr machen. Sie haben ihn zum Objekt gemacht. Er ist sozusagen, er ist gar kein lebendiger Mensch mehr, weil er kann das nicht verhindern, dass Sie ihn für diese Diagnose oder diese Einschätzung, diese Bewertung benutzt haben. Und das geht dann sehr schnell, dass diejenigen, die sich das Privileg erarbeitet haben, andere Menschen zu bewerten, dass die das auch zum Teil ihrer eigenen Identität machen. Das ist auch schwierig, das ist auch sehr würdelos, weil man dann sozusagen immer den anderen braucht, damit man ihn führen oder bewerten oder belehren kann. Und deshalb sind auch Führungskräfte nicht immer so ganz glücklich, wenn ich ihnen sage, die beste Möglichkeit, eine Führungskraft zu sein, besteht darin, dass man sich unnötig macht. Ich versuche das auch den Lehrern zu helfen und den Lehrerinnen, indem ich sage, guckt doch mal, ihr könntet doch wenigstens eines machen, ihr könntet doch versuchen, in euren Schulen dafür zu sorgen, dass ihr nicht missbraucht werdet, ihr seid doch Pädagogen, damit ihr nicht missbraucht werdet als Bewerter und als Lektoren. Also das heißt, macht es doch so wie in der Fahrschule. Da gibt es einen Fahrschullehrer, der hilft dem Fahrschulschüler Autofahren zu lernen. Aber die Prüfung muss der woanders ablegen und nicht bei dem Fahrschullehrer. Und dann wird das neutral. Dann nimmt man sozusagen diese Bewertung, wo der Schüler zum Objekt der Bewertung gemacht wird, das tut man woanders hin und dann kann man Lehrer sein und kann sich dem Schüler von Subjekt zu Subjekt zuwenden. Dann wird auch der Lernprozess funktionieren. Und wenn der dann diese Prüfung dort irgendwo bestanden hat, dann freut man sich mit dem Schüler gemeinsam, dass das so toll geklappt hat. Das würde das ganze Lehrerdasein wieder in ein anderes Licht rücken. Und dann sage ich das manchmal und erzähle das Lehrern. Und dann gibt es leider eben viele, die sagen, aber dann bin ich doch gar kein richtiger Lehrer mehr. Und das macht die Sache sehr schwierig. Weil das sind ja dann welche, die offenbar nicht Lehrer sind, um Kindern ins Leben zu helfen, sondern um sie zu bewerten. Und das ist dann schwierig. Aber ich glaube, man muss es einfach ansprechen und dann, anders kriegt man es auch nicht. Wenn wir es nicht benennen, geht es auch nicht weg. Und das muss dann jeder mit sich selbst ausmachen, was er für einer sein will. Hat was mit der eigenen Würde zu tun. Damit dreht sich wieder im Kreis. So, das hätten wir. Zufrieden? Danke. Gerne, ja, dahin. Wenn also, Sie schon anfangen wollen. Ja, wenn es schon es tönt. Ja, ich frage mich in Situationen, wo ich selber gerade, ich war gerade in so einer Situation, wo zwei Leute etwas über mich behauptet haben. Und ich habe gemerkt, ich habe so also fast aggressiv reagiert und ich frage mich immer wieder, wie schaffe ich es, wenn ich das Gefühl habe, ich bin als Objekt behandelt, wie schaffe ich es trotzdem dem anderen als Subjekt zu begegnen und mich gleichzeitig, ich habe das Gefühl, ich muss mich schützen. Das ist, ist eine der schönsten Fragen, die man gemeinsam besprechen kann. Ich übersetze es mal in dieses Würdethema. Ich werde von anderen würdelos behandelt. Und wie soll ich mich jetzt gegen diese würdelose Behandlung wehren? Und eine der interessantesten Antworten heißt, das entscheiden Sie, ob das jetzt Ihre Würde verletzt oder nicht. Sie können sagen, der hat mir einen Hintern gefasst und der wollte hier mir irgendwas... Oder Sie können auch sagen, pass mal auf, wenn du das noch einmal machst, dann haue ich dir eine. Sie sind der Gestalter und Sie entscheiden, ob Sie würdelos behandelt werden wollen oder nicht.
Und wenn Sie sich Ihrer eigenen Würde bewusst sind, dann machen Sie es nicht. Dann lassen Sie das auch nicht mit sich geschehen. Und wer das nicht glaubt, wie weit das führt, der, schauen Sie mal bei Viktor Frankl nach, der im KZ saß und der beschreibt, wie dort Menschen unter den unwürdigsten Bedingungen, die man sich überhaupt vorstellen konnte, die man sich überhaupt vorstellen kann, zum Teil als Kandidaten vor dem Erschießungskommando, bis zum letzten Augenblick ihre eigene Würde gewahrt haben. Die haben gesagt, du kannst mich erschießen, aber meine Würde kannst du mir nicht rauben. Das heißt, das Kriterium, ob ihre Würde verletzt wird oder nicht, sind sie. Und deshalb ist es ja so entscheidend, dass es gar nicht darum geht, dass man die Würde, dass wir aufpassen, dass die Würde anderer Leute nicht verletzt wird. Das ist auch schön, wenn man da aufpasst, aber wichtiger ist es, dass ich meine eigene Würde, wenn wir alle unsere eigene Würde nicht mehr verletzen würden, würde kein anderer diese Würdelosigkeiten aushalten müssen. Weil was wir machen ist, wir entschuldigen uns ständig gegenseitig und rechtfertigen uns, dass wir würdelos unterwegs sind. Die Natur zerstören, auf die Kinder nicht richtig aufpassen, die alten Leute in irgendwelche Heime abschieben, Bedingungen erdulden, die eigentlich unwürdig sind und sagen, das geht halt nicht anders. Und das muss man dann für sich entscheiden, ob das kohärent ist. Und das glaube ich, dass das für uns nicht kohärent ist und dass das in Wirklichkeit, auch wenn man es tapfer verleugnet, in einem selbst ständig rumort. Das ist also ein ständiger, inkohärenter Zustand und der führt dazu, dass man nicht froh wird im Leben. Und weil man nicht froh ist, braucht man dann so viel, um das Gefühl, dass es noch nicht genug ist und dass man nicht froh ist, zu kompensieren. Und dann stehen auch genügend Verkäufer vor der Tür, die einem dann versprechen, dass wenn du das Produkt noch kaufst, bist du endlich froh. So, da ahnt man ein bisschen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen lernen müssen, sich würdelos gegenüber sich selbst zu verhalten, damit sie als Konsumenten überhaupt länger brauchbar sind. Und dann merkt man plötzlich, dass auch Schulen natürlich nicht dazu da sind, damit die Schüler und die Kinder und Jugendlichen ihre Talente und Begabungen entfalten. Sondern die Aufgabe von Schule war immer, das jeweilige gesellschaftliche System zu stabilisieren, das diese Schulen geschaffen hat. Im Kaiserreich diente die Schule dazu, brave kaisertreue Anhänger oder so zu erzeugen. Im Nazireich bei den Nazis war die Schule dazu, brave Nazis zu erziehen. Ich komme aus Ostdeutschland, da war die Schule dazu da, brave Sozialisten zu erziehen, doch nicht die Potenziale der Kinder und Jugendlichen zu entfalten. Und es ist ja ein bisschen absurd zu glauben, dass unsere gegenwärtige Gesellschaft nun auf einmal die Talente und Begabungen von Kindern und Jugendlichen entfaltet. Die will sich auch nur selbst stabilisieren. Und was haben wir für eine Gesellschaft? Eine Leistungsgesellschaft, eine Konkurrenzgesellschaft, eine Konsumgesellschaft. Also müssen aus der Schule genug Leute rauskommen, die auf Kosten von anderen sich durchsetzen, die Leistungen auf Kosten von anderen vollbringen und die am Ende so unglücklich sind und mit sich selbst so unzufrieden sind, dass sie brave Konsumenten werden und jedes Schnäppchenangebot aufgreifen, um endlich glücklich zu werden. Das ist alles real. Es nützt aber nichts, dass wir die Augen davor zumachen. Ich kann das Ganze noch ein bisschen übertreiben, um Sie noch ein bisschen in Angst und Schrecken zu versetzen, aber ich habe dann auch Angst, dass Sie die falschen Schlussfolgerungen daraus ziehen, weil in Wirklichkeit geht es ja nur darum, dass wir endlich die Augen aufkriegen und genau hingucken, was wir eigentlich treiben, damit wir es verhindern können. Und etwas, was im Augenblick aus der Entwicklung, die wir im Augenblick durchlaufen, wirklich katastrophal ist der Umstand, dass Kinder in der Schule immer noch ihre angeborene Freude am Lernen verlieren. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Nicht im vorigen Jahrhundert, da war das total in Ordnung. Da sollten die ihre Freude am Lernen verlieren, sonst wären die völlig unbrauchbar gewesen, weil es den ganzen Tag darum ging, irgendwelche blöden Maschinen zu bedienen. Das kann man nur, wenn man die Freude am Leben verloren hat. So eine Arbeit für Lohn. So, und jetzt haben wir aber eine Gesellschaft, in der diese ganzen stupiden Arbeiten, die Menschen vollbringen, sozusagen nach einer Vorschrift abarbeiten, wo die jetzt im Zuge der Industrie 4.0 durch digitale Geräte ersetzt werden, durch Computer, durch Roboter, durch Automaten. Und das wissen wir alle, dass in 20 Jahren es diese Arbeiten nicht mehr geben wird.
die, also alles, was sich an menschlichen Tätigkeiten automatisieren lässt, wird automatisiert. Und diejenigen Menschen, die solche Tätigkeiten heute ausüben und auch in 20 Jahren vielleicht noch gerne ausüben würden, das sind diejenigen, die keine Lust aufs Arbeiten haben, die nur für Geld arbeiten und nicht, weil es ihnen Freude macht. Und das sind diejenigen, die zu dieser Einstellung sind sie deshalb gekommen, weil sie schon in der Schule ihre Lust am Lernen verloren haben. Das heißt, jedes Kind, was heute die Lust und die Freude am eigenen Entdecken und Gestalten verliert, wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit jemand, der auch die Freude am Gestalten und Entdecken und am Arbeiten nicht mit in die Welt hinausträgt und der dann Tätigkeiten verrichtet für Geld. Und die sind dann so, dass man die aufschreiben kann, kontrollieren kann und wenn das so ist, dann kann die jeder Computer machen. Ein Gärtner, der seine Rosen liebt und seine Blumen, der ist nie ersetzbar durch einen Rechner. Aber einer, der mit dem Laubbläser auf dem Rücken das macht, was da auf der Vorschrift steht, den können Sie auch bald den ganzen, können Sie auch noch den Gärtner abschaffen. Den Laubbläser kann auch ein Roboter halten. Und das gilt aber jetzt nicht nur für so niedere Berufe, wenn wir das so komisch formulieren wollen, sondern ein Rechtsanwalt, der das nicht gerne macht und einfach nur abarbeitet, was da so in dem Gesetz spielt, das kann ein Computer viel besser. Ein Arzt, der einfach nur irgendwie lieblos die Tätigkeiten, das kann jeder Automat besser. Ein Krankenpfleger, ein Hochschuldozent, der da vor seinen Studenten steht und einfach nur den Kram da runterbetet, damit die dann in dieser Vorlesung gesessen haben, den kann man gerne durch irgendjemand anders ersetzen. Der wird auch ersetzt. Das heißt, es werden Unmengen von Menschen, die keine Freude mehr am Arbeiten haben, weil sie die schon in der Schule verloren haben, übrig sein. So, und da müssen wir uns mal langsam überlegen, ob unsere Kinder dazugehören wollen. Und das könnte sein, dass es besser ist, man macht kein Abitur, aber man hat die Freude am Lernen behalten. Und wer das immer noch bezweifelt, der kann einfach mal gucken bei Persönlichkeiten, die ihn wirklich sehr faszinieren, weil die was Großartiges im Leben geleistet haben. Einstein zum Beispiel oder Steve Jobs oder wie sie alle so heißen, egal. Gucken Sie sich bitte endlich diese Biografien an. Das Kriterium dieses wahnsinnigen Erfolges heißt, das waren Leute, die mit der Schule nicht zurechtgekommen sind. Da ist keiner dabei mit Abitur 1,0. Das heißt, das ist die falsche Strategie, Kinder dorthin zu treiben, wo die sich das selbst, wo das sozusagen, wo die so wenig noch bei sich selbst sind, dass sie sich mit der Rolle identifizieren, in die man sie gepresst hat. Und dann sagen sie, ich will unbedingt Abitur 1,0 machen. Das können sie machen, aber so ein Kind ist niemals glücklich, weil das ist nicht sein eigenes. Und deshalb muss man genau gucken, dass man die Kinder in ihrer Subjekthaftigkeit ernst nimmt. Und der deutsche Ausdruck dafür heißt, dass man sie bedingungslos liebt. Und wenn Sie es so nicht sagen wollen, dann machen Sie es anders, dann geben Sie Ihrem Kind das Gefühl, dass es um seiner selbst willen schon bedeutsam genug ist. Dann wäre schon alles gut, wenn Kinder das Gefühl hätten, dass es okay ist, dass sie da sind und dass man ihnen was zutraut, dann gehen die ab wie die Raketen. Erst dadurch, dass wir denen sagen, wie sie zu werden haben, werden das solche Kümmerversionen, wie wir sie dann kennen. Jetzt habe ich Sie ein bisschen erschreckt, aber die Botschaft heißt ja nicht, es ist alles schrecklich, sondern wir haben es in der Hand, es zu ändern. Man kann hier in St. Gallen oder in Senruti oder in der Monterana und auch in den anderen Schulen von heute auf morgen können die Eltern da hingehen und können sagen, ist mir egal, was Sie hier für einen Unterricht machen, aber eines darf nicht passieren, dass mein Fritzchen bei Ihnen die Freude am Lernen verliert. Das wäre mal eine saubere... Und vielleicht würde man dann ein regelrechtes Wunder erleben, weil das ist eigentlich das, was die Lehrer auch wollen. Das macht denen doch keinen Spaß. Das ist doch eine furchtbare Nummer. Also so selbst Objekt zu sein in einem System, wo man Lehrpläne erfüllen muss, wo man eigentlich gar nichts gestalten kann, sondern einfach nur das so machen muss, wie es einem gesagt wird. Das ist doch unwürdig. Das wäre dann schon schön, wenn man sagt, das mache ich nicht mehr. Und das ist aber schwer allein. Also allein aufzustehen in einer Welt, wo alle flach liegen, ist blöd. Da wird man gleich wieder umgehauen. Aber wenn sich fünf gleichzeitig hinstellen und sich an den Händen fassen, dann
die bläst keiner so schnell um. Das ist der Sinn von Gemeinschaft. Und dann merken sie plötzlich, dass sie Sachen hinkriegen gemeinsam, von denen sie alleine noch nicht mal zu träumen gewagt haben. Und das wär's. Das ist die andere Welt. Und dann verbrauchen sie auch nicht mehr so viel. Dann kann man auch mit den Ressourcen auf diesem Planeten sparsamer umgehen. Dann gibt es nicht mehr so viele Reibungsverluste. Dann brauchen die Leute auch nicht mehr so viel. Und dann müssen die sich nicht für ihre schwere Arbeit, die sie jeden Tag leisten und das wenige Geld, was sie dafür bekommen, immer auch irgendwas gönnen. Und dann könnte man auch so glücklich sein. Und sich freuen, dass man da ist und gucken, wie man mit anderen gemeinsam das Leben dort, wo man ist, so gestaltet, dass es einem stärkt und die anderen auch. Monolog, ich entschuldige mich. Da ist noch eine Frage dort und da. Wer hat das Mikro? Ich habe eins. Wollen Sie mal zeigen? Dass, ja, okay, dann weiß ich, wo ich hingucken muss. Ich merke, mich beschäftigt viel Schwieriges auf der Welt. Mich beschäftigt Klimawandel, Kriege, irgendwie Probleme zwischen den Religionen und wenn ich Ihnen da so zuhöre mit Ihrem Enthusiasmus und mit Ihrem Glück, möchte ich doch noch mal nachfragen, also glauben Sie, das ist ein Zustand, in der die Menschheit wie einfach so kommt, dass man in diese Würde kommt oder sind das Gruppen, die das initiieren? Weil meine Erwartung, ich bin jetzt, ich würde sagen, ich bin nicht so pessimistisch, ich würde sagen, ich bin realistisch, aber da könnte man jetzt streiten oder ist es eine Entwicklung, die einfach so kommt, weil wir jetzt an diesem Punkt sind? Verstehen Sie meine Frage? Das ist mit diesem Schwitz, ist ein sehr starker Einschlag. Ja, in, pardon. Der ist vielleicht nicht, kann Sie mich übersetzen. Aber vielleicht ein Teil heißt, was mache ich mit dem ganzen Elend auf der Welt, an dem ich ja gar nichts ändern kann und was mich ständig bedroht. Genau, das steht so in diesem Gegensatz für mich. Ein bisschen zu dem, was Sie erzählen. Also da frage ich mich, wie kommen wir dann zu dieser Würde? Klar, wir jeder Einzelner, aber denken Sie, wir kriegen da die Kurve? Ja, klar, glaube ich. Glauben Sie? Da bin ich froh, ja, sehr froh. Der Punkt ist, es muss jeder für sich alleine entscheiden, ob er würdevoll leben will oder nicht und was seine Würde ausmacht. Und wie er die schützen will. Jeder für sich allein. Aber um das dann im Zusammenleben mit anderen auszuhalten, ein anderer zu sein und nicht mehr so zu sein wie alle anderen, braucht man ein paar Gleichgesinnte. Und die muss man sich suchen. Dann wird es möglich, dann schafft man das. Aber so ganz allein, also es gibt Menschen, die das machen, aber das ist nicht so ganz leicht. Deshalb ist es schöner, wenn man es zu zweit macht, ist es nur noch halb so schwer, wenn man es zu fünft macht, ist es nur ein Fünftel so schwer. So ungefähr heißt die Grundregel. Und dann ist es natürlich so, das ist immer das, wo ich auch ein bisschen Probleme mit habe, aber ich kann es auch nicht anders sagen. Man kann ja, es ist ja blöd, sich um etwas kümmern zu wollen, was man nicht ändern kann. Deshalb ist es aus meiner Sicht nicht so sehr hilfreich, dass wir uns ständig daran erinnern, wo wir überall nichts tun können. Und es wäre vielleicht hilfreicher, wenn wir uns gegenseitig zeigen, wo wir was tun können. Und das ist wahrscheinlich hier in St. Gallen und vor Ort und dort, wo wir leben. Da können wir was tun. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Und wenn um uns herum alle sozusagen unter Bedingungen ihr Leben gestalten, das, wo wir sagen, das ist eigentlich würdelos, ich kann andere Menschen nicht ändern, aber ich kann selbst für mich einen anderen Weg suchen und den gemeinsam mit anderen gehen. Und in dem Augenblick, wo ich anfange, ein Leben zu führen, wo ich mir jeden Abend im Spiegel mich angucken kann, kann sagen, okay, das war's, so wollte ich sein, das hat wieder mal gepasst heute, dann ist das genug, dann reicht das. Dann bin ich mit mir selbst im Reinen, dann kann ich mich annehmen, dann mag ich mich, dann kann ich auch auf andere Leute zugehen, weil ich das toll finde, der jetzt noch jemanden kennenzulernen und mit dem gemeinsam was zu machen. Und dann entsteht was. Aber es entsteht natürlich nichts, wenn ich mich ständig aufrege, weil ich schon wieder die Nachrichten im Fernsehen gesehen habe, wo überall in der Welt alles Mögliche los ist, an dem ich sowieso nichts ändern kann. Wenn Migranten hierher kommen nach St. Gallen, dann helfen sie denen. Aber können Sie was ändern an dem Umstand, dass aus ganz Afrika die Leute alle wegrennen? Also Sie könnten, wenn Sie dann eine Möglichkeit sehen, was zu tun, machen Sie es.
Aber einfach nur sich ständig in dieser Ohnmacht zu fühlen, dass man nichts tun kann, dann ist es ja besser, man kümmert sich um das, wo man was ändern kann, als wenn man sich über das aufregt, was man nicht ändern kann. Das ist ein bisschen schwierig, aber es wird wohl, also meine Erfahrung heißt, es geht so besser, dass man sich um das kümmert, was man ändern kann. Und das andere ist eben nicht zu ändern. Es gibt, man kann die Welt nicht retten. Aber man kann versuchen, sein eigenes Leben so zu gestalten, dass es mit dem übereinstimmt, wie man sich die Welt wünscht. Und da werden Sie etwas Sonderbares feststellen, nämlich in dem Augenblick, wo Sie sich auf den Weg machen, so zu leben, dass es mit Ihren eigenen Vorstellungen, Ihrer eigenen Würde übereinstimmt, brauchen Sie nicht dort anzukommen, wo Sie hinwollen. Es reicht, dass Sie jeden Tag einen Schritt in diese Richtung gehen und das Gefühl haben, die Richtung stimmt. So, und dann ist es besser, als wenn man umhertappt und sich um hier und da und überall drum kümmern will und dabei nichts zustande bringt. So, noch ein paar Fragen und dann gerne, wo? Oh, du, das ist ja Wahnsinn, bist du extra gelaufen. Das ist ein bisschen schade, wenn Sie so weit oben sitzen, weil ich dann so weit weg bin, aber... Ich kann Sie trotzdem sehen, obwohl es weit weg ist. Mich interessiert, wie wir mit älteren Menschen, die schon 60, 70 Jahre... Danke. Jetzt weiß ich, in welche Kategorie ich gehöre. Noch weiter jetzt der Rest des Satzes. Das ist für mich eine ganz vitale Frage, schon diese ganzen langen Jahrzehnte als Objekt behandelt, dieses Leben als Objekt gelebt zu haben. Und ist es noch möglich, mit 60 oder 70 Jahren, dass das Hirn lernt, subjektiv zu leben? Ja. Ja. Es ist in jedem... Das ist ja der Wahnsinn. Jeden Augenblick Ihres Lebens bis zum letzten Atemzug haben Sie die Möglichkeit, anders zu leben. Es geht. Nur die Frage ist, warum machen wir das nicht? Und die Antwort darauf habe ich Ihnen gegeben, das Hirn ist ein Energiesparorgan. Und das ist ihm lieber im alten Modus, wo es weiß, wie viel Energie dabei verbraucht wird, zu bleiben, als sich auf etwas einzulassen, wo es noch nicht weiß, was dabei rauskommt. Und deshalb meiden wir die Veränderung. Wenn wir wüssten, dass es gut wird, würden wir es machen. So, und jetzt ist die Frage, wie können wir uns gegenseitig helfen, diesen Wunsch aufzubringen, uns diesem lebenslangen Prozess zu stellen, und die Antwort eines Wissenschaftlers heißt, wahrscheinlich haben wir uns geirrt, wenn wir als Menschen glauben, es ginge darum zu überleben. Und wenn wir deshalb geglaubt haben, der Fittere setzt sich durch und der ganze Darwinismus und alles, es ginge immer nur ums Überleben. Wir Menschen sind diejenige Spezies auf diesem Planeten, die wie keine andere ständig ihre eigene Lebenswelt verändert. Das heißt, wir können nur überleben, indem wir uns selber verändern. Und deshalb geht es bei uns Menschen, wenn wir überleben wollen, nicht darum, irgendwie etwas zu schaffen, was wir dann festhalten können, sondern wir werden nur überleben können, wenn wir bis zum letzten Atemzug bereit sind, uns selbst zu verändern. Das heißt, die ganze Lebensphilosophie, die wir haben, ist verkehrt. Wo wir immer versuchen, es festzuhalten und es zu bewahren, dass es sich bloß nicht ändert. Nee, wir müssten uns alle gegenseitig Mut machen, uns auf diesen Irrwitz dieses Lebens einzulassen. Und wo wir nicht wissen, was dabei rauskommt. Und jetzt wieder, das ist schwierig allein. Aber wenn das 5 Leute machen, die da gemeinsam als 70-Jährige aufbrechen, um in Pune irgendeinen Club zu gründen, die schaffen das. Aber eine allein schafft es eben nicht. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir endlich begreifen, was wir für eine Kraft besäßen, wenn wir in Gemeinschaften anfangen würden, uns gegenseitig zu helfen, anstatt uns gegenseitig fertig zu machen. Ja, wir ahnen es. Es ist jetzt halb.
die Frage. Ja, vielleicht nehmen wir noch zwei oder so und dann machen wir Schluss. Du stehst ja da schon vor einem, der sich ganz lange gemeldet hat. Und der zweite, den sehe ich irgendwo und den nehmen wir auch noch. Und dann wäre ich dankbar, wenn wir es sagen könnten. Und da hat schon einer das Mikro. Also wir versuchen es mal noch einen Augenblick und ich versuche ganz schnell zu sein und Sie versuchen ganz kurz Ihre Frage zu stellen, damit wir die paar jetzt noch wegkriegen, die sich jetzt schon drauf gefreut haben. Eigentlich ist es keine Frage, sondern Werbung, nämlich gleichzeitig mit dieser Einladung zum heutigen Abend ist auch ein Aufruf im Internet gewesen, Würde-Kompassgruppen zu bilden. Und da haben wir uns eigentlich schon vor 3 Wochen entschlossen, so etwas in St. Gallen zu machen, einfach mal zu schauen, wer da ist, haben einen Abend fixiert, zusammen mit einem Kollegen. Ich habe gestern angefragt, dass ich hier Werbung machen darf. Und mein Kollege heißt Stefan Tittmann. Ich gebe es ihm in die Hand. Also wir würden einladen, ich sitze auch nicht wieder hier hin, wir würden einladen am 28. August um 19 Uhr, für Leute, die Interesse haben, sich den heutigen Abend weiter zu vertiefen. Wir würden mit dem Verein Ostsee einen Raum bieten dafür, sich auszutauschen, der Würde weiter nachzugehen und vielleicht eine Würdegruppe St. Gallen zu gründen. Super, herzlichen Glückwunsch, dass auch St. Gallen jetzt so eine Gruppe hat. Wir haben, hatte ich vorhin schon gesagt, 70 solche Gruppen verteilt über Österreich, Deutschland und die Schweiz. In der Schweiz noch nicht so sehr. Bin ich froh, dass das jetzt entsteht. Das richtige Prozedere heißt, Sie melden das an den Chef dieser Würde-Initiative, dass Sie so etwas machen. Dann werden Sie auf einer Landkarte mit so einem kleinen Label versehen und an dem Label sieht man dann, wer die Kontaktperson ist und da kann dann auch Kontakt aufgenommen werden und dann kann sich jeder, auch der heute nicht dabei ist, informieren, wann die nächste Sitzung und das nächste Zusammentreffen dieser Würde-Kompassgruppe ist. Und wie gesagt, es geht darum, dass sich Menschen in St. Gallen zusammenfinden, die dieses Thema, wie können wir einander helfen, in unserer eigenen Würde zu bleiben und unsere eigene Würde zu schützen und auch dazu beitragen, dass in Einrichtungen und Bereichen dieser Stadt, wo die Würde vielleicht doch nicht so ganz gewahrt wird, wo das dann anders werden kann, dass wir dann vielleicht auch ein bisschen so etwas machen wie diese runden Tische in dieser damaligen DDR, wo die sich hingesetzt haben und haben überlegt, wie man das anders machen kann. Und da wissen Sie ja, das ist vielleicht auch nochmal zum Schluss so eine nette Erinnerung, das hat 3 Jahre vor dem Zusammenbruch des Ostblocks niemand für möglich gehalten, dass so ein stabiles System, von dem man gedacht hat, das hält mindestens noch 50 Jahre, in 3 Jahren die Mücke macht. Und warum ist es zusammengebrochen? Es ist deshalb zusammengebrochen, weil die Menschen dort nicht länger bereit waren, sich als Objekte für das System zur Verfügung zu stellen. Und sie haben aber nicht andere totgeschossen, sondern sie haben eine Kerze in die Hand genommen und haben sich nur gezeigt. Und das hat die Machthaber dieses Systems vollkommen aus der Balance gebracht, weil gegen Menschen mit Kerzen in der Hand wussten sie nicht, was sie machen sollen. Und deshalb kann es sein, dass auch wir in diesem gegenwärtigen gesellschaftlichen System, in dem wir leben, wenn die Zeit günstig ist und immer mehr Menschen sich ihrer selbst bewusst werden und das auch in die eigenen Hände nehmen, dass das alles viel schneller geht mit dieser Transformation, als wir das im Augenblick für möglich halten. Wie gesagt, 5 Jahre vor dem Zusammenbruch des Ostblocks hätte keiner für möglich gehalten, dass das in den nächsten 50 Jahren passiert. Und es ist eine Leistung von Menschen, nicht von Organisationen und auch nicht von Einzelpersonen, sondern das sind Menschen unten, wie ihr und ich, aufgestanden gesagt, macht, was ihr wollt, mit mir nicht mehr. Ich nehme die Kerze in die Hand und zeige zumindest, dass ich dazu nicht mehr bereit bin. Jetzt. Lieber Herr Hüther, ich danke Ihnen, dass ich diese Frage stellen darf. Es ist eine sehr spannende Frage für mich und ich bin sehr gespannt, wie Sie darauf reagieren oder antworten. Meine Frage ist, in Bezug zur Entwicklung, zur Potenzialentwicklung, ist eine monogame Beziehung oder eine polygame Beziehung? Wo sehen Sie in Bezug zum Potenzial, Entwicklungspotenzial? Was können Sie dazu sagen? Viel Spaß! Nein, das ist relativ schnell zu beantworten. Wenn Sie
wenn Sie ein Gegenüber finden, das sich selbst als Subjekt versteht und nicht mehr an irgendwelchen Rollen klebt und frei entscheiden kann, was es will, und dieses Gegenüber sich dann für eine bestimmte Form von Gami entscheidet und das mit Ihnen leben will, dann und Sie das auch für sich selbst nicht als Ideologie vertreten, sondern Ihnen das aus dem ganzen Herzen als die Ihnen gemäßeste Form des Zusammenlebens mit einem anderen Menschen erscheint, dann kann das gehen. Ob Poli oder Multi oder keine Ahnung wie viel. Aber entscheidend ist nicht, wie viele das sind, sondern entscheidend ist, dass die sich in dieser Beziehung, dass dort eine Begegnung von Subjekten stattfindet und keine Benutzung. Und da habe ich manchmal meine Zweifel, dass es da eben durchaus Menschen gibt, die brauchen sehr viele andere. Aber die benutzen sie dann eben als Objekt für ihre eigene Bedürftigkeit. Und das nennen die dann Polygamie. Danke. Jetzt bitte nicht noch mehr solche komplizierten Fragen. Einer ist noch mit dem Mikro, er darf noch, oder was? Wollen wir ihn noch lassen? Gut. Also geht das jetzt? Kurz und knapp. Das geht, ja. Also mal zuerst ganz herzlichen Dank, Herr Hüther. Ich finde es eine Wohltat, dass ein Wissenschaftler sich von Versuchen mit Küchenschabeln verabschiedet und sich dafür für das Wohl des Menschen einsetzt. Also das ist mal das Erste, was ich sagen will. Dann haben Sie mich inspiriert heute mit dem Thema Würde. Und ich bin bereits schon am Nachdenken, wie man Würde umsetzen könnte. Und auch jetzt die Fragen, die zum Tage gekommen sind. Ich bin der Meinung, und ich weiß, dass ich der Meinung bin, und würde gerne wissen, ob Sie das mit mir teilen, dass wenn man würdevoll leben will, dass es Mut braucht, dass es vielleicht Konsequenzen braucht, die einem selber betreffen, und vielleicht auch Verzicht. Und dass das in unserer heutigen Gesellschaft eine große Herausforderung ist. Es mag sein, dass ich Sie da jetzt enttäusche, aber das stimmt alles nicht. Und zwar, das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich sage, aber das ist spannend. Wenn Sie wirklich jemanden mal finden, der zum Beispiel in einen Konflikt, der draußen in St. Gallen auf der Straße zwischen zwei Männern stattgefunden hat, wo die sich gegenseitig gerade dabei sind, totzuschlagen, und dann sehen Sie plötzlich irgendeinen Mann, manchmal kommt ja sowas vor, der geht da rein, nimmt die beiden, brüllt die an und schickt sie nach Hause. Und dann sagen wir, wow, das war aber mutig. Und gehen Sie jetzt mal hin und fragen Sie diesen Mann und sagen Sie ihm, das war aber mutig. Wissen Sie, was der sagt? Der sagt nicht, das war mutig, das war selbstverständlich. Weil das war das, was, wofür er steht. Und jetzt wird es interessant. Mut braucht man, also es ist schon verrückt, aber Mut braucht man nur dann, wenn man etwas tun soll, was man nicht will. Das ist total verrückt. Also, Sie merken, wie spannend das ist, wenn man so rum rangeht. Der Junge oder der Jugendliche, der vom Zehner runterspringt und der das aus Leidenschaft macht, weil er so gerne fliegt, der braucht keinen Mut, der springt da runter. Aber derjenige, der es nur deshalb macht, weil die Mädchen da unten alle sitzen und er hofft, dass die ihn dann auch auswählen und bewundern, der braucht Mut. So, das heißt, es könnte sein, dass unsere Gesellschaft mit diesem Begriff Mut etwas sehr hochhängt, was nur dazu dienen soll, dass sich immer wieder Menschen bereit finden, etwas zu tun, was eigentlich nicht ihr eigenes ist. Und das beziehen wir jetzt bitte mal auf den Krieg, und dann sehen Sie plötzlich, da ist was dran. Da wurde der Soldat, der sich opfert, für mutig gehalten, und das war eine Mutestat. In Wirklichkeit hat das keiner freiwillig gemacht. Und wenn es denn einer freiwillig gemacht hat, musste man sagen, das war Überzeugung und das wollte er so. Oder hat er keinen Mut gebraucht, das hat er eben gemacht.
Das heißt, das ist verrückt, wenn man anfängt, genauer über diese Begrifflichkeiten nachzudenken. Das wollte ich jetzt nur so reinbringen zum Schluss, um Ihnen auch, mir ist es ja auch lieb, Sie fangen an zu denken. Ja, und wir haben, ja, und wir haben, und es gibt so viele Begriffe, die wir einfach so locker daher sagen, und oftmals versteht man einander nicht, weil man glaubt, man spräche über das Gleiche, aber in Wirklichkeit versteht der andere unter dem, was man da meint, was anderes. Zum Beispiel Respekt. Wenn einer kommt, also ist doch toll, wenn wir uns gegenseitig sagen, es kommt darauf an, Respekt zu zeigen, dem anderen gegenüber. Für mich ist dieser Begriff Respekt nur eine Umschreibung von Gleichgültigkeit. Weil Respekt heißt, es ist mir scheißegal, was er macht. Ob er jetzt so oder so ist, juckt mich nicht. Da habe ich, begegne dem mit Respekt, mach was du willst, ich respektiere das. Und das ist aber nicht das, was ich mir wünsche. Weil in wirklich, wenn ich mit dem verbunden bin und er mir nicht total wurscht ist und egal ist, dann sehe ich, dass er mit dem, was er tut, nicht in seine eigene Kraft findet und dass er sich verlaufen hat und dass er vielleicht auf dem Weg ist, der für ihn nicht so günstig ist. Und dann würde ich versuchen, das nicht mit Respekt hinzunehmen, dass er da irgendwo rumrennt, sondern ich würde versuchen, ihm zu helfen, dass er sich selber wiederfindet. Nicht indem ich ihm sage, was er tun soll, aber indem ich den Horizont so ein bisschen weiter aufmache, dass der gucken kann, wo er überhaupt ist. Und er sich dann entscheiden kann, ob er wirklich das so weitermachen will, wie er es gemacht hat. Und da merken Sie, das ist dann, da muss man sich vorher einigen, was man unter Respekt versteht. Und das kann so oder so aussehen. Und so könnte man fast alle Begrifflichkeiten nehmen. Wir verstehen uns oftmals eben nicht, weil wir ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Und es macht sehr viel Freude, sich, bevor man sich streitet, wer Recht hat, man sich erstmal darüber einigt, worüber man eigentlich redet. Ein Beispiel nur noch, es gibt eine katastrophal furchtbare Debatte, die von Hirnforschern angestoßen worden ist, die behauptet haben, der Mensch hätte keinen freien Willen, weil sie in irgendwelchen Untersuchungen nachgewiesen haben, dass 300 Millisekunden, bevor ein Mensch einen Knopf drückt, im Hirn schon der Strom entstanden ist, der das Knopfdrücken verursacht. Und das ist vielleicht nicht in der Schweiz, aber in Deutschland rauf und runter gegangen. Hirnforscher weisen nach, der Mensch hat keinen freien Willen. Und wenn man dann mit so einem Hirnforscher redet und sagt, sag mal, was ist denn Freiheit überhaupt, stellt man fest, dass der Begriff, den der von Freiheit hat, der hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich jetzt für einen Begriff von Freiheit habe. Für mich wäre die Freiheit eines Menschen, die würde darin bestehen, ob der sich entscheidet, so ein blödes Experiment mitzumachen oder nicht. Und das entscheidet sich nicht 300 Millisekunden vorher in der Birne, sondern das ist das Ergebnis von Erfahrungen und einer Einstellung, auch von Würde. Ja, so. Und damit sieht man plötzlich, dass man sich sehr verirren kann. Einer der schlimmsten Begriffe, der dauernd falsch verstanden wird, ist Liebe. Der schönste Begriff, den wir in der deutschen Sprache haben, ist ein Begriff geworden, der jetzt an Häusern hängt, die rote Fenster haben. Das hat mit Liebe alles. Auch Liebe wäre ja diese, das wäre ja nur dann denkbar. Liebe ist ja nur, müsste ja so sein, dass der andere das Gefühl hat, dass diese Verbindung zwischen uns unzerbrechlich ist. Und gleichzeitig müsste ich mir wünschen, dass dieses Gegenüber, was ich da liebe, dass das in seine eigene Kraft kommt. Und ich müsste auch alles tun, damit diese Person sich entfalten kann. Nur alleine zusammen sein zu wollen und das Leben miteinander verbringen, ist nett, aber das kann man auch Bequemlichkeit nennen. Und das heißt, in jeder Begegnung zwischen Menschen würde dann, wenn sie zwischen Subjekten stattfindet, ein Wachstumsprozess stattfinden. Und das ist es, worum es geht. Und nicht darum, dass man einfach nur den anderen braucht. Das hat mit Liebe wenig zu tun, das ist Bedürftigkeit. Also Sie merken, das wird richtig heiß, wenn man das jetzt... Deshalb höre ich jetzt auf. Vielen Dank. Thank you.
ganz gut. Du machst ihn ab. Ich nehme noch meine Schokolade mit. So. Vielen Dank. Also ich habe ganz volles Verständnis für alle, die jetzt irgendwie rausgehen. Wir haben überzogen und herzlichen Dank, weil die, die jetzt gehen, haben vielleicht den weitesten Weg auf sich genommen. Ja, es ist wirklich ein Geschenk, diesen Saal voll gehabt zu haben. Und mir bleibt eigentlich der Dank und die Ankündigung, dass jetzt noch Foyerbetrieb ist und vielleicht diejenigen vom Ostsee, dass ihr euch noch erkenntlich oder dass ihr euch einfach zeigt, dass diejenigen, die... Ja, hast du diese zwei Plakate? Super, da wo die hängen, da kann man sich eintragen. Ne? Schön. Ja, ein gutes Heimkommen wünsche ich allen. Dankeschön. If this is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the